Und Herren, herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen zur 17. Jahrestagung der Kiewer Gespräche. Dieses Willkommen gilt insbesondere auch unseren Gästen aus der Ukraine, die hierher zum Teil angereist sind. Und so sehr es in der Medienöffentlichkeit natürlich auch in gewisser Art und Weise schon zu einem Gewöhnungseffekt gekommen ist, so sehr gilt es hier einmal zu Beginn festzustellen, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine allgegenwärtig ist und uns auch hier zutiefst schockiert. In den letzten Tagen haben wir erneut von Angriffen auf die Ukraine mitbekommen, erfahren, die Bilder gesehen und die schreckliche Bilanz der Raketenangriffe auf 14 Regionen der Ukraine am Montag ist 20 tote ZivilistInnen, davon 5 allein im Kiewer Zentrum, 108 Verletzte, mindestens 70 Objekte sind beschädigt, darunter mindestens 29 der kritischen Infrastruktur und es sind größere Ausfälle der Strom- und Wasserversorgung eingetreten. Mein erster Gedanke richtet sich deshalb an die vielen Menschen in der Ukraine, die von diesem Krieg entwurzelt wurden und Hab und Gut verloren haben, deren Familien zerrissen wurden und die ihre lieben Angehörigen verloren haben. Und deshalb möchte ich Sie alle zu dieser Tagung hier zu Beginn darum bitten, einen kurzen Moment des Schweigens mit mir einzulegen. Danke Ihnen. Es ist wichtig, sich über den Charakter dieses Krieges noch einmal im Klaren zu sein. Es geht nicht um irgendeinen begrenzten Territorialkonflikt, sondern um einen Feldzug mit der Absicht der Vernichtung der Ukraine. Die russische Führung spricht der Ukraine das Existenzrecht als unabhängige Nation mit eigener Sprache, Kultur und Geschichte ab. Diese Haltung offenbart auch, dass es schon 2014 keineswegs um den Schutz der russischen Bevölkerung im Donbass und auf der Krim ging, sondern um die Einkreisung der freien Ukraine als Voraussetzung für den Großangriff, den wir nun seit 8 Monaten erleben. Damit ist auch klar, dass hier Frieden keineswegs durch irgendwelche territorialen Konzessionen erreicht werden kann. Auch in Deutschland und der EU soll sich niemand täuschen. Es geht bei diesem Krieg auch nicht nur um die Ukraine, sondern ein solcher Krieg, den wir im 21. Jahrhundert in Europa nicht mehr für möglich gehalten hatten, ist ein Angriff auf die Sicherheit in ganz Europa, auf das Völkerrecht insgesamt. Wenn Putin damit auch nur teilweise durchkäme, so wäre es ein Freibrief für Gewalt und Krieg als Mittel der internationalen Politik, die Rückkehr des imperialen Prinzips. Die Ukraine verteidigt mit ihrem Kampf auch das freie Europa, die liberale Weltordnung. Sie verdient unsere vollste Unterstützung. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich hier sehr herzlich bei Tatjana Lopatschuk und Stefanie Schiffer, stellvertretend für das gesamte Team der Kiewer Gespräche, für die Organisation dieser auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt außerordentlich relevanten Veranstaltung und auch bei allen weiteren Partnerinnen und Partnern und unterstützenden Organisationen der Kiewer Gespräche. Denn gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, diese Gespräche auch in einem breiten Bündnis gemeinsam durchzuführen. Und damit übergebe ich an dieser Stelle mit einem herzlichen Dank nochmal das Wort an den nächsten Sprecher, an Oleksandr Suschko, dem Direktor der International Renaissance Foundation, als dem wichtigsten ukrainischen Träger der Kiewer Gespräche. Falsch.
Ich übergebe zunächst an Stefanie Fischer und Schiffer, Entschuldigung, an Stefanie Schiffer und dann übergibt sie an den nächsten. Ja, wir haben das so gemacht, dass der Alexander nach mir spricht aus Kiew und mein Name ist Stefanie Schiffer, genau. Vielen Dank, Jan-Philipp Albrecht, für die Begrüßung. Vielen Dank auch für die wichtige Gelegenheit zum Innehalten, zum Gedenken an die Opfer des Krieges. A friend in need is a friend indeed. Das sagte mir ein ukrainischer Freund, Yevgen Bystritsky, der langjährige Direktor der International Renaissance Foundation. Er sagte das ganz zu Beginn des Kriegs. Er kann heute wegen des russischen Terrorangriffs vom Montag nicht hier sein. Genauso wie einige andere Gäste, die wir eingeladen hatten und die heute nicht hier sein können. Die wahre Freundschaft zeigt sich in der Not und die echte Partnerschaft, die zeigt sich dann, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Wenn wir die Ukraine durch diesen Krieg begleiten wollen, wenn wir mit ihr den Sieg, den Frieden und dann auch den Wiederaufbau gestalten wollen, dann brauchen wir eine starke, eine ehrliche Partnerschaft zwischen unseren Ländern. Der Krieg hat uns gezeigt, dass das deutsch-ukrainische Verhältnis längst nicht so stabil und nicht so belastbar ist, wie wir uns das wohl gewünscht hätten. Das Vertrauen der Ukrainer, der Ukrainerinnen in Deutschland ist in den letzten 6 Monaten im Sturzflug auf Werte abgesackt, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Hier in Deutschland sind wir erschüttert über die lautstarken und populären Stimmen, die von der Ukraine die Selbstaufgabe und von unserer Regierung die Einstellung der militärischen Unterstützung für das Land fordern. Was ist da los? Wir wollen mit den Kiewer Gesprächen, die dem deutsch-ukrainischen Verhältnis gewidmet sind seit 17 Jahren, wir wollen mit diesen Kiewer Gesprächen die falschen Annahmen, die irrigen Unterstellungen, das Nichtwissen und das Nichtverstehen wollen. Wir wollen die ungestellten Fragen in diesem deutsch-ukrainischen Verhältnis unter die Lupe nehmen. Denn wir brauchen Kritik, wir brauchen Ehrlichkeit und werden sonst den Herausforderungen, die nicht vor uns stehen, sondern in denen wir mittendrin sind, denen werden wir sonst nicht gerecht. Ehrlichkeit muss schon bei der Geschichte beginnen. Haben wir die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen? Hat die Ukraine in unserem Geschichtsbild in Deutschland, hat sie den angemessenen Platz? Der Historiker André Portnow wird uns in diese Frage einführen. Ich freue mich sehr, André, dass Sie hier sind. Es wird dann dazu eine Diskussion geben und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Der EU-Beitritt der Ukraine ist die Herausforderung der kommenden Jahre. Wie kann Deutschland die Ukraine auf dem Weg in die EU begleiten? Das diskutiert morgen früh ein hochkarätiges Podium, ein politisches Podium. Und der Donnerstagnachmittag, also morgen Nachmittag, ist der Zivilgesellschaft gewidmet und den Veränderungen und Handlungsoptionen, die sie hat. Wir müssen stärker, wir müssen wirkmächtiger werden. Und das ist durchaus auch an uns in Deutschland, an die deutsche Seite, auch an die deutsche Politik gerichtet. Wir brauchen wirksame und funktionierende Institutionen und Formate für die gesellschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus und des EU-Beitritts. Wir haben viele Fragen, viele Aufgaben, viele Themen. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir hier den Rahmen, das Format haben, in denen wir sie besprechen und durchdenken können. Ich bedanke mich an erster Stelle bei allen Teilnehmern aus der Ukraine, die angereist sind, um mit uns zu diskutieren, trotz des Terrorangriffs vom Montag. Ich bedanke mich auch bei denen, die kommen wollten, die aber kurzfristig das Land und ihre Familien nicht verlassen konnten und die uns jetzt online zugeschaltet sind aus Kiew und aus anderen Städten. Ich bedanke mich natürlich bei der International Renaissance Foundation, unserer ukrainischen Partnerstiftung, mit Alexander Suschko, der gleich zu uns sprechen wird aus Kiew, und mit Ina Pidluska, die heute hier bei uns sein kann. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren deutschen Referentinnen und Referenten, auch bei dem tschechischen Referenten, den wir haben. Alle von Ihnen sind seit 6 Monaten im extremen Ausnahmezustand, in der öffentlichen Auseinandersetzung. Sie arbeiten täglich und Sie setzen sich ein für ein Verständnis und für eine Solidarität zwischen der Ukraine und Deutschland.
Ich bedanke mich nochmal auch bei Tatjana Lopaschuk. Wo ist sie denn jetzt? Tatjana Lopaschuk und ihrem tollen Team. Für Tatjana ist es die 8. Jahreskonferenz und ich bin einfach nur froh, dass sie hier ist, dass sie jetzt bei uns ist. Mit den Kolleginnen aus Kiew sind sie seit fast einem halben Jahr jetzt in Berlin und im Moment leitet Tatjana einfach mal 2 Teams und organisiert die Jahreskonferenz. Dann bedanke ich mich auch bei unserem wunderbaren Beirat. Wir haben einen Beirat der Kiewer Gespräche, mit dem man herrlich zusammen nachdenken, planen und arbeiten kann. Das ist Rebecca Harms, Wilfried Jilge, Gabriele Freitag, Miriam Kosmehl, Marie-Louise Beck und von den politischen Stiftungen Tim Peters von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Anna Kravchenko von der Friedrich-Naumann-Stiftung und Johannes Vosswinkel auch von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und bei der ganzen Heinrich-Böll-Stiftung bedanke ich mich nochmal extra, weil die ist dieses Jahr unser Gastgeber und unser Gastgeber hier in der Stiftung. Und natürlich bei dem Team Speerfeld, die alles wunderbar für uns vorbereitet haben. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei dem Auswärtigen Amt, das unsere Arbeit finanziert. Das ist speziell, also das Referat S03 und natürlich der Ukraine-Arbeitsstab. Und Jean-Pierre Fröhli ist entweder schon hier oder wird morgen auch kommen. Sie begleiten unsere Arbeit finanziell und auch politisch. Abschließend geht mein Dank an Inna und Mattia Nelles. Das sind Autoren einer spannenden Studie zum Konferenzthema. Die haben wir vor wenigen Wochen in Auftrag gegeben. Die liegt aus und Sie finden sie wie alles Wichtige zur Konferenz hier auf diesem QR-Code. Da ist auch die Studie drauf. Und jetzt möchte ich sehr empfehlen, dass Sie die lesen, auch wenn es kurzfristig ist. Aber wir wollten sie morgen auch in dem zweiten am Nachmittag diskutieren. Also wer Zeit hat, liest sie gerne. Die Studie kommt zu einem tröstlichen Schluss. Die deutsch-ukrainischen Beziehungen sind zwar schwierig, aber sie sind immerhin besser als ihr Ruf. So, und auf dieser positiven Note möchte ich meine Begrüßung abschließen. Ich wünsche uns allen gute Begegnungen, gute Gespräche und übergebe jetzt das Wort an Alexander Suschko aus Kiew, wenn das jetzt technisch gut möglich ist. Vielen Dank. Вітання з Києва. Дорогі колеги, я говоритиму українською. Я сподіваюся, що в залі перекладається для наших колег. І я дуже радію говорити зараз після Штефані. Дякую їй за ті слова про Україну і про наше партнерство. Загалом 17-та річна конференція – це вже означає велику історію. І це визнання того, що за цим стоїть уже велика інституційна пам'ять, яка містить у собі дуже багато історій, складових історії київського діалогу. Я можу сказати, що був причетний принаймні до частини цієї історії, не всієї, але я хочу в цей момент, власне, подякувати всім, хто стояв у витоків і хто працював всі ці роки, незважаючи на дуже відмінні політичні умови для такої співпраці. Тим не менше, зараз ми в нових реаліях, в реаліях, які ми не обирали і які змушують нас по-іншому дещо пріоритизувати нашу роботу, в тому числі і наші переміщення. Власне, мені би хотілося зараз бути з вами у Берліні, але доведеться рахуватись із реаліями, і я радий, що моя колега Інна Підлузька зараз там серед вас в цій аудиторії, і тому мені не шкода точно, що я тут, але це теж дійсне свідчення певного виклику, що наші безпосередні контакти знову обмежені знову ж таки обставинами, які від нас не залежать повною мірою. В той же час, що відбулось цього року?
з моменту проведення минулої конференції було вже сказано, і тут нема жодного сюрпризу, секрету, що величезною шоком стала для нас всіх російська агресія. Що вона, ну, зрозуміло, що ми будемо говорити і про ту допомогу, яку Німеччина надає українському народу і про українські і українській державі. Ми будемо говорити в рамках цього діалогу і про те, як нам краще працювати, співпрацювати з німецькими інституціями, з політичними силами, з тими, хто приймає рішення для того, щоб максимізувати допомогу diese Hilfe в важливих сферах, які сьогодні ausnutzen zu können, weil es gibt sensible Sphären, die nicht nur die Ukraine betreffen. Es geht hier um militärische Unterstützung für die Ukraine, die ist jetzt sehr, sehr wichtig. Wir müssen uns heute verteidigen mit Waffen in der Hand. Das ist nicht unsere Wahl, aber das ist unsere Pflicht. Wir müssen als Sieger herausgehen aus diesem Krieg. Das ist auch wirtschaftliche Unterstützung. Wir zahlen einen sehr hohen Preis für diesen Kampf. Ich meine hier auch Ressourcen. Die Rolle von Deutschland ist hier sehr wichtig. Außerdem haben wir eine neue Tagesordnung. Es geht darum, dass die Ukraine einen neuen Status hat, eben Beitrittskandidaten in die EU. Das ist natürlich auch nicht möglich gewesen, wenn Deutschland uns nicht unterstützt hätte und auch in der Zukunft unterstützen wird. Zum Schluss möchte ich noch eine Dimension erwähnen, eine Dimension von deutsch-ukrainischen Beziehungen, die in diesem Jahr sehr aktuell geworden ist. Ich glaube, heute haben wir zu tun mit der größten, mit dem größten Treffen in der deutsch-ukrainischen Geschichte. Ich meine, Treffen zwischen den deutschen und ukrainischen Volk, zwischen den Menschen. Also das ist ganz plötzlich geschehen, man war nicht darauf vorbereitet. Aber dieses Treffen hat ganz viele wichtige Sachen gezeigt. Also Bereitschaft in Deutschland, die Tür zu öffnen für Leute aus der Ukraine, zu helfen, zu unterstützen. Dort, wo die Menschen aus der Ukraine diese Offenheit brauchten. Ukrainer und Ukrainerinnen haben noch nie so eng mit Deutschen gesprochen oder Dialog geführt. Und auch umgekehrt stimmt es auch so. Es gab noch nie so einen intensiven Austausch. Das ist eine große Chance, obwohl die Ursache tragisch ist. Aber trotzdem, das ist eine riesige Chance, dass wir uns danach viel, viel besser verständigen werden können und besser verstehen einander. Wir werden im anderen einen Partner sehen. Man wird die Emotionen verstehen, die Motivationen verstehen. Aber es gibt natürlich auch andere Beobachtungen, auch rationale. Wir werden uns einfach besser kennen. Das ist ein großer Beitrag, das ist ein Kapital. Das hilft uns in der Zukunft, besser unsere Erwartungen zu prognostizieren, auch vielleicht bessere Strategien zu entwickeln, wie wir miteinander agieren. Ich glaube, das gibt uns einen großen Anstoß auf allen möglichen Ebenen: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Handel, Kultur. Alle Ebenen werden bereichert sein. Und aus diesem Krieg werden wir viel stärker herauskommen, weil wir
viel mehr voneinander werden wissen. Das wird uns die Möglichkeit geben, weiter nach vorne zu gehen. Man wird den anderen verstehen, kennen, schätzen, wissen. Ich danke allen für diese Konferenz. Ich hoffe, wir werden alle viel Spaß haben an Diskussionen und an den, von den Gesprächen. Vielen Dank, Stefanie, und das Wort gebe ich jetzt zurück nach Berlin. Vielen herzlichen Dank, Oleksandr Suschko. Das Letztgesagte kann ich gut nachvollziehen. Im März und April hatten wir zu Hause auch eine Familie aus Kharkiv zu Gast. Und ich kann das sehr gut zurückgeben, die Beobachtung, was sich daraus entwickeln kann. Und wir kommen jetzt nach diesen Worten der Begrüßung zu zwei Eröffnungsreden und den Auftakt macht Oleksandr Kornienko, der Vizesprecher der Werchowna Rada. Und da auch da gilt es, ihn entsprechend jetzt aufzurufen. Das wird technisch geschehen. Hören Sie mich? Sehen Sie mich? Sehr schön, dass Sie alle sehen. Hauptsache, man sieht alles im Saal. Können Sie mir sagen, ob Sie mich sehen, hören können? Also, ich merke, ich werde gehört. Und sehen Sie mich? Also, Sie sehen mich, das ist gut. Guten Tag, es lebe die Ukraine. Vielen Dank, dass wir heute auf diese Art sprechen können. Ich unterstütze absolut das, was mein Kollege Oleksandr Suschko gesagt hat. In den letzten 3 Jahren haben wir unter verschiedenen Bedingungen gelernt zu arbeiten. Pandemie und jetzt diese furchtbaren Ereignisse im Leben unseres Landes, unsere Mobilität in den ersten Wochen nach Beginn des großflächigen Angriffskrieges war sehr beschränkt. Und jetzt wird alles besser, trotz einiger logistischer Schwierigkeiten. Jeder von den ukrainischen Teilnehmern kann eine Geschichte erzählen, wie er nach Berlin gefahren ist. Das ist nicht einfach eine Reise gewesen. Also ich freue mich, heute bei euch zu sein, Sie zu begrüßen bei der Eröffnung der 17. Jahreskonferenz der Kiewer Gespräche. Das ist eine ganz wichtige Initiative. Und es ist äußerst wichtig, Dialog in diesem Format durchzuführen. Politiker, Experten und Vertreter der Zivilgesellschaft einzuladen, qualitativ hochwertige Gespräche zu führen mit unterschiedlichen Vertretern von verschiedenen Parteien, von verschiedenen Organisationen. Es ist wichtig, dass wir uns treffen, dass wir miteinander sprechen. Welche Idee liegt dahinter? Deutsch-ukrainische Beziehungen sind zurzeit erleben die besten Zeit in der ganzen Geschichte der Beziehungen beider Länder. Wir haben stabile wirtschaftliche, politische Beziehungen. Wir haben voll umfangreiche Unterstützung bei diversen Reformen, bei der Dezentralisierungsreform in der Ukraine. Und Europa hat diese Reform als gelungen bezeichnet. Wir haben Ressourcen bekommen, wir haben Beratungen bekommen, unterschiedliche Art von Unterstützung. In der letzten Zeit hat unsere Freundschaft eine Probe bestanden
Und nun kann man sagen, Deutschland ist das Land, das nicht einfach nur die Ukraine unterstützt und hilft, sondern das die Schulterschluss bittet und mit uns diesen Weg beschreitet unter schwierigsten Bedingungen. Für mich Deutschland ist ein Land, das ich gut kenne. Ich war mehrmals in der Ukraine. Bis vor dem 24. Februar war ich in Münchener Sicherheitskonferenz. Mit Lufthansa-Flug sind wir hingeflogen. Die Atmosphäre der Unterstützung, die war wunderbar. Damals gab es ja schon diese Atmosphäre. Wir haben auch verstanden, schwere Zeiten kommen. Jedoch haben wir im Ergebnis gesehen, wir können zusammen weiterhin zu unserem Sieg voranschreiten, zum Sieg an dem russischen Aggressor, der den Krieg faktisch nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen die ganze Welt führt, gegen die freie Welt, gegen die freie Wald, gegen Demokratie, gegen das Recht aufs Leben. Das haben wir die letzten Tage gesehen. Und vor dem 24. Februar haben wir die Beziehungen erst neu mit dem Bundestag aufgebaut, weil der Bundestag neu gewählt wurde. Die Beziehung wurde intensiver und intensiver. Am 8. März hatte ich Frau Bärbel-Bass nach Erpin begleitet. Wir hatten einen Erfahrungsaustausch, Gedankenaustausch und wir haben auf diesen einfach riesengroßen Gewalt geschaut von der Russischen Föderation und Frau Präsidentin hat gesagt, Deutschland wird uns nicht einfach begleitet, nicht nur mit den besten Waffen begleiten, sondern auch wird uns Advocacy bieten und uns kollegial Schulter bieten, ebenso unseren Weg zur europäischen Gesellschaft unterstützen. Das hat uns gezeigt, dass diplomatische Prozesse aktiv in den Gang gekommen sind und es gab ja auch weitere Unterstützung. Ukraine hat einen Kandidatenstatus bekommen. Wir arbeiten daran, ihr Vertrauen nicht zu verletzen, alle Kriterien zu erfüllen, die Kommission uns vorgelegt hat. Und es wurde schon sehr viel gemacht. Wir haben viele Hausaufgaben erfüllt. Wir haben Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, wir haben Antikorruptionsbüro und wir haben einige Gesetzentwürfe schon durch die erste Lesung durch. Jedoch das Wichtigste ist, dass wir unsere Integration weiter fortführen, dass wir uns weiterhin annähern, dass die Parlamente sich annähern, dass die Ausschüsse sich annähern, dass die Abgeordneten sich näher kommen. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit Frau Strack-Zimmermann. Das ist eine ukrainische Unterstützerin. Als sie den Sitzungssaal betreten hat, wir annoncieren solche Tage nicht, wenn wir Besuche haben. Die ukrainischen Abgeordneten haben sie im Stehen mit Beifall begrüßt, Frau Strack-Zimmermann. Wir verstehen, das war der Beifall, den ganzen deutschen Volk, den Abgeordneten des Bundestages, allen Regierungen, aller Bundesländer, allen Bürgermeistern, allen Ministern, allen, die arbeiten und auch weiterhin daran arbeiten werden, dass unsere Zusammenarbeit sich stärkt und sie haben gedankt der Unterstützung unseren Binnenflüchtlingen im Lande und dank unserer gemeinsamen Zusammenarbeit und Freundschaft gelingt das alles ohne Willen der deutschen Abgeordneten, die zusammen eine Koalition gegründet haben und
mit den Oppositionen zusammenarbeiten, mit Koalition zusammenarbeiten, haben wir die Waffen bekommen, haben wir aktiver und schneller Waffen erhalten. Wir verstehen, die Abgeordneten haben den Willen erklärt und unterstützen den Willen des deutschen Volkes, uns zu helfen. Wir danken den Parlamentariern dafür. Wir wissen auch ebenso, es gibt informelle Mehrheit, uns weiterhin zu unterstützen, uns die Panzer zu liefern. Und wir hoffen sehr, dass diese Mehrheit in konkreten Entscheidungen sich widerspiegelt. Was ich vorgestern gesehen habe, der Aggressor, der wird keinen Halt machen vor nichts. Also es heißt, wir stehen vor noch mehr Herausforderungen und ebenso unsere Freundschaft steht vor mehr Herausforderungen. Und Zivilinfrastruktur wird attackiert, Energieinfrastruktur wird attackiert. Wir sehen in den letzten Tagen, dass unsere Regierung viel dafür macht, die Energieagenturen sehr viel dafür machen, dass die Stromversorgung im ganzen Lande so schnell wie möglich wieder hergestellt wird. Und ich denke, in der nächsten Zeit werden wir wieder stabil arbeiten. Unser Energiesystem wird funktionieren und wir werden Strom nach Europa liefern. Wir werden Energiebilanz unserer Partner aufrechterhalten können. Unsere Beziehungen, das sind Beziehungen zwischen unseren Ländern, auf dem richtigen Wege sind sie. Wir sind im engen Kontakt und werden in unserem Parlament diese Zusammenwirkung, Zusammenarbeit unterstützen. Wir danken der Krim-Plattform und wir erwarten Frau Präsidentin in Zagreb bei dem ersten Gipfel, dass wir der mehr als 15 Parlamente werden da vertreten sein. Und wir danken ebenso jedem deutschen Politiker, den Vertretern der Zivilgesellschaft, den Stiftungen, unseren Partnern, Vertretern der regierenden Organisationen, nicht regierenden Organisationen, den Geschäftsleuten, den Unternehmern für jeden Cent, den Deutschland zur Unterstützung der Ukraine schickt. Und selbstverständlich für jede Kugel, die wir bekommen, für direkte Militärwaffen, für die Munition, für alles. Dafür danken wir Ihnen, dafür, dass wir ruhig in unseren Städten leben können. Das ist eine große Herausforderung für größere Kreise, für diejenigen, für uns, für die anderen eine größere Herausforderung als auf dem Kriegsfeld. Geschichte wird das alles natürlich klarstellen, aber es ist wohl jetzt schon verständlich, wer der gemeine Aggressor ist. Und wir wissen, dass die Wahrheit ist an unserer Seite. Die russischen Propagandisten, die sagen im Gegenteil, ich bin begeistert und dankbar den deutschen Kollegen dafür, dass sie diese Herausforderung, die vor uns steht, wie ihre eigene wahrgenommen haben und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ich danke für den konstruktiven Dialog zwischen unseren Parlamenten. Wir sind auf die guten Ergebnisse ausgerichtet und bin sicher, jeder Dialog ist eine Herausforderung einerseits und andererseits kann man in jedem Dialog Lösungsvorschläge finden oder neue Lösungen finden, die uns nach vorn bringen. Es ist wichtig, dass unsere Parlamente sich annähern und dass wir konkrete Zusammenarbeit gestalten und Willen unseres Volkes realisieren. Ich wünsche Ihnen Frieden. Ich wünsche der ganzen Welt Frieden, Frieden auf dem europäischen Kontinent. Wir werden es erreichen. Und allen Teilnehmern der Konferenz in den nächsten 2 Jahren wünsche ich maximal effektiv die Zeit zu verbringen und interessante Diskussionen. Und selbstverständlich, dass alle Ergebnisse an die Parlamente, an die Organisationen weitergetragen werden, damit wir weiterhin an der Entwicklung unserer ukrainisch-deutschen Beziehungen arbeiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es lebe die Ukraine.
Vielen herzlichen Dank, Oleksandr Kornienko. Wir haben dann jetzt eine weitere Eröffnungsrede und die hält Katrin Göring-Eckardt, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Kiewer Dialoges, ich freue mich sehr, hier zu sein, und die Kiewer Gespräche sind eine alte Institution. Sie sind nicht gerade erfunden im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, und umso mehr ist es gut und wichtig, dass wir sie hier und in diesem Jahr miteinander haben. Herzliche Grüße nach Kiew und vielen Dank für diese Eröffnungsworte, die uns noch einmal in Erinnerung gebracht haben, worum es wirklich und ganz real geht. Wir sind viele und wir sind nicht zu besiegen. Ich habe diesen Slogan das erste Mal gehört während der Orangenrevolution 2004 auf dem Maidan, auf den Plätzen in Kiew. Ich habe ihn gehört in den Zelten, die dort aufgebaut waren von vielen jungen Menschen. Und für mich ganz persönlich sind sie der Ausgangspunkt meiner tiefen Verbundenheit zur Ukraine und zum ukrainischen Volk. Auf diesem Platz stehend und zu den Menschen dort redend, damals schon deutlich machend, dass es um ein gemeinsames europäisches Haus geht, dass es um Freiheit geht, dass es um demokratische Werte geht. Das ist etwas, was mich nicht loslassen wird und nicht loslassen kann. Die Aufbruchsstimmung, der Mut, die Hoffnungen, die haben mich mitgerissen. Und natürlich haben sie mich auch an die eigene Biografie erinnert, 1989, 90 in der DDR. Auch damals haben wir als junge Menschen das Gefühl gehabt, gemeinsam neu anfangen zu können, getragen von der Hoffnung auf selbstbestimmtes, auf freies Leben. Und ich habe immer wieder die Ukraine bereist und ich habe manche zarte Pflanze der Demokratie wachsen sehen, natürlich auch manche Rückschläge. Den Kampf gegen Korruption haben mich und haben vor allen Dingen die Menschen der Ukraine sehr intensiv beschäftigt. Im Jahr 2005 hatte ich die Ehre, das erste Mal Schirmherrin der Kiewer Gespräche, der ersten Kiewer Gespräche zu sein, und deswegen noch einmal, wie schön, heute hier zu sein. Schon damals blickten wir auf die ukrainisch-deutschen Beziehungen, darauf, was Deutschland, was die EU tun können, um die Ukraine auf dem Weg in die Demokratie zu unterstützen. Heute, 18 Jahre später, fehlen Worte für das unfassbare Leid, dass UkrainerInnen im Kampf für Demokratie und Freiheit erleiden. Grausamkeiten, Kriegsverbrechen, die ihnen heute widerfahren. Dass dieser Krieg nicht am 24. Februar 2022 begonnen hat, wissen wir hier alle. Und dennoch ist es wichtig, es noch einmal zu sagen. Putins Politik 2014 realistisch einzuschätzen, bedeutete, dass wir wissen mussten, er hat kein Interesse an Entspannung. Putin war eine stabile, selbstbestimmte Entwicklung der Ukraine, auch damals von Anfang an ein Dorn im Auge. Er wollte mit aller Macht verhindern, dass die Ukraine zu einem demokratischen und europäischen Rechtsstaat wird. Deswegen besetzte er völkerrechtswidrig die Krim und führte Krieg in der Ostukraine. Wohin dieser Wahn führt, sehen wir an dem riesigen Krater, den eine russische Rakete neben einem Spielplatz in Kiew gerissen hat. Wir sehen es an dem zerstörten Krankenhaus. Wir sehen es an dem Wohnblock in Mariupol, der nur noch ein Gerippe ist. Wir sehen es in den Massengräbern von Izium, Luman und Butscha. Putin überzieht die Ukraine mit blankem Terror. Er begreift wohl, dass er diesen Krieg auf dem Boden nicht gewinnen kann. Seine Angriffe auf zivile Ziele sollten die Moral der ukrainischen Bevölkerung schwächen. Sie haben sie nicht geschwächt. Die Frontlinie verschiebt er damit um keinen Zentimeter. Nicht die Frontlinie auf dem Boden und auch nicht die Frontlinie, was die Überzeugungen, was die Standhaftigkeit, was die Identität des ukrainischen Volkes angeht. Das geht nicht auf. Der Widerstand gegen ihn und sein System wächst nur weiter. In der Ukraine waren die Sorgen vor Russland, vor diesem Russland, vor Putins Russland immer da.
Deutschland engagierte sich für das Minsker Abkommen. Es fehlte an realistischen Alternativen, aber es war keine Grundlage für einen stabilen Frieden in der Ukraine. So ehrlich müssen wir sein, so ehrlich und klar muss das heute ausgesprochen werden. Und ja, man konnte das auch damals wissen. Das ist heute überdeutlich und bestimmend für unsere Position. Russland unter Putin hat immer wieder bewiesen, dass er Gesprächen keine Bedeutung beimisst, die zu einem Ergebnis führen könnten. Er bricht offen mit dem Völkerrecht und hält sich nicht an Vereinbarungen, die in solchen Gesprächen getroffen wurden. Waren die Antworten Deutschlands auf das Vorgehen Putins 2014 angemessen? Wurde den Verantwortlichen in Moskau ausreichend Grenzen aufgezeigt? Die kurze und eindeutige Antwort darauf lautet nein. Stattdessen hat sich Deutschland immer tiefer in eine fossile Abhängigkeit von Russland begeben. Nach Krim-Annexion und der Besetzung der Gebiete in der Ostukraine, den vielen Toten und Verletzten, entschied sich Deutschland dafür, den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 weiter voranzutreiben. Immer mehr Gasspeicher wanderten in die Hände russischer Unternehmen. Der Kreml sickerte immer tiefer in die kritische Infrastruktur der Energie bei uns ein. Führende deutsche Politikerinnen warben dafür, die Sanktionen gegen Russland zurückzuschrauben. Unsere fossile Sucht, das billige russische Gas, machten uns gegenüber Putin abhängig. Ich möchte aber auch klar formulieren, und es ist nicht schön, Recht behalten zu haben. Trotzdem muss es gesagt sein, dass wir Grüne, auch ich selbst, damals schon eine andere Haltung hatten. Ich erinnere mich lebhaft an eine Bundestagsdebatte im März 2014. Auch damals habe ich in meiner Rede angemahnt, dass unsere fossile Abhängigkeit von Russland Konsequenzen hat und dass die verschleppte Energiewende uns immer weiter in genau diese Abhängigkeit mit der entsprechenden Gefährlichkeit treibt. Und ich weiß noch sehr gut, dass im Wahlkampf im letzten Jahr Annalena Baerbock im Triell, als es um Außenpolitik ging, genau das thematisiert hat. Und deswegen sage ich heute hier, ja, wir stehen an der Seite der Ukraine und wir standen an der Seite der Ukraine und wir werden an der Seite der Ukraine stehen. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Kollegen. Und ich glaube, dass Deutschland als Ganzes umso mehr in der Pflicht steht, heute die Ukraine zu unterstützen. Die einzige Antwort auf russischen Terror kann nur die weitere Unterstützung der Ukraine sein. Dabei geht es um harte militärische Unterstützung, wie aktuell die Lieferung von Luftabwehrsystemen und schweren Waffen. Diese Hilfe ist in dieser neuen Kriegsphase unfassbar entscheidend. In dieser neuen Kriegsphase, in der selbst ukrainische Geflüchtete in unserem Land in diesen Tagen wahnsinnig erschrocken, besorgt sind darüber, dass es tatsächlich wieder so viele Angriffe im ganzen Land gibt. Und mein Herz ist bei all denen, die sich in diesen Tagen noch einmal neu, noch einmal stärker, noch einmal so viel intensiver Sorgen um die Menschen machen, die in diesem Land weiter leben, weiter kämpfen, weiter arbeiten. Neben der Lieferung von militärischen Mitteln, und das will ich auch sagen, bleibt es notwendig, die Ukraine zu unterstützen, und zwar jetzt, von jetzt an, beim Wiederaufbau ihres Landes. Deutschland kann, glaube ich, verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, indem es die Zukunft der Ukraine als eigenständige, ja auch Wirtschaftskraft mitsichert, indem es ausreichend Mittel bereitstellt, um die riesigen Schäden in die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Nicht nur für kritische Infrastruktur geht es darum, dafür zu sorgen, dass sie wieder aufgebaut wird. Es geht um zivile Infrastruktur. Es geht um zivile Schulen. Und wir in Deutschland sind nach wie vor sehr beeindruckt darüber, dass es noch immer und weiterhin und vom ersten Tag an Online-Unterricht für Schülerinnen und Schüler gibt. Aber trotzdem geht es natürlich darum, diese Orte wieder zu haben. Es geht darum, dass die Krankenhäuser wieder aufgebaut wurden, die gezielt von der russischen Armee auch gerade in den letzten Tagen noch einmal zerstört worden sind. Es geht um finanzielle Wiederaufbauhilfe für die ukrainische Bevölkerung auf direktem Weg. Und ja, es geht auch um Kulturgüter. Es geht um Theater, es geht um Bibliotheken, weil auch das ist ein Teil
der russischen Zerstörung, der Versuch, die ukrainische Kultur und Identität in Frage zu stellen und zu zerstören, wo es geht. Es geht auch darum, die vielen geflüchteten Ukrainerinnen so lange zur Seite zu stehen, wie sie in Deutschland Unterstützung brauchen. Und ich bin froh darum, dass die EU im Frühjahr geschlossen und schnell reagiert hat und den ukrainischen Geflüchteten unbürokratisch Schutz bietet. Über 1 Million UkrainerInnen sind seitdem in Deutschland eingereist. Nicht alle von ihnen sind geblieben. Ich bin sehr froh und dankbar darum, was wir hier gemeinsam geschafft haben. Und natürlich weiß ich auch, dass die Kapazitäten in den Kommunen angespannt sind. Und deswegen sage ich, hier ist das Bundesinnenministerium gefragt, das das gerade tut. Hier sind wir alle gefragt, gut zu koordinieren, die Bundesländer zu unterstützen, ihre Kapazitäten zu erhöhen. Hier geht es darum, Belastungen anzuerkennen, aber sachlich zu bleiben. Sachlich zu bleiben und menschlich zu handeln. Wer aus diesem Krieg flieht, für den wir keine direkte Verantwortung haben, aber für den wir Verantwortung übernehmen, nämlich in seinen Folgen. Wer aus diesem Krieg flieht, der braucht hier und heute in unserem Land so lange Unterstützung, wie sie notwendig ist. Und wenn jetzt einige versuchen, gegen Geflüchtete aus der Ukraine Stimmung zu machen, dann kann ich nur sagen, sie betreiben Putins Geschäft und wir haben es gesehen, was sofort in den russischen Medien passiert ist. Dagegen müssen und sollten wir zusammenstehen. Immer wieder höre ich übrigens auch von UkrainerInnen, nein, mit kleinem i, von der Sorge von Aufnahme russischer Deserteure und Wehrdienstverweigerer. Und ich kann diese Sorge sehr gut verstehen. Sie haben das Recht, in Deutschland Asyl zu beantragen. Denn wir sind ein Rechtsstaat und das Grundrecht auf Asyl ist für uns elementar. Trotzdem, russische Deserteure neben ukrainischen Geflüchteten, das geht nicht. Und dafür müssen wir Lösungen finden. Und ich glaube, dass wir sie finden können mit der notwendigen Sensibilität und trotzdem den rechtsstaatlichen Umgang, für den wir natürlich auch stehen, damit sich ukrainische Geflüchtete in unserem Land selbstverständlich sicher fühlen können. In Deutschland sieht man seit Monaten viele ukrainische Flaggen und Wischiwanki. Patriotismus wird gerade hier in grünen Kreisen immer wieder etwas kritisch beäugt. Aber hier schwingt auch noch eine andere Symbolik mit. Es ist ein Bekenntnis zum Land, aber es ist eben auch ein Bekenntnis zu Öffnung, zu Offenheit. Die Menschen in der Ukraine kämpfen für uns mit, nämlich für Freiheit und Demokratie. Sie kämpfen für ihre freie, demokratische, offene Gesellschaft. Sie kämpfen für unsere Werte. Es ist Putins erklärtes Ziel, die ukrainische Identität zu vernichten, sie überhaupt erst gar nicht anzuerkennen, so muss man es wahrscheinlich eigentlich sagen. Deswegen ist es auch an uns in Deutschland, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, um die ukrainische Kultur, Sprache und Identität zu erhalten. Ich habe Anfang der Woche mit Sergej Sadan gesprochen, der den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält. Ukrainische Kultur zu noch mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und diese Preisverleihung wird dazu beitragen, nein, nicht, dass er den Preis bekommen hat, den hat er nämlich für seine Bücher bekommen, für seine großartige Literatur und für seinen Beitrag zum Frieden mit seiner Literatur und nicht etwa, weil sich das gerade ganz gut schickt. Aber es sichtbar zu machen und bei der Preisverleihung sichtbar zu machen, das ist natürlich entscheidend. Und auch wir können noch mehr tun, so ganz einfache, eigentlich ganz einfache Dinge, wie noch mehr Lehrstühle für ukrainische Sprache und Kultur an Universitäten in unserem Land, ukrainische Bücher in den deutschen Bibliotheken. Auch dafür will ich mich weiter stark machen. Meine Damen und Herren, vor uns liegt die 17. Jahreskonferenz der Kiewer Gespräche. Die Ausgangslage in der Ukraine ist seit der Großoffensive Russlands die härteste in unserer bisherigen Tradition der Verbundenheit. Wir sind viele. Wir sind nicht zu besiegen. Das habe ich damals auf dem Maidan gehört. Und ich möchte mein Ich zu diesem Wir anbieten. Sprechen wir in diesem Jahr darüber, wie Deutschland
die Ukraine im Krieg zur Seite stehen kann. Sprechen wir hoffentlich im nächsten Jahr darüber, wie wir den Frieden in der Ukraine sichern, dieses Land gemeinsam aufbauen können. Und das, was wir jetzt gerade an Gemeinsamkeit, an so viel mehr Gemeinsamkeit, finde ich jedenfalls, als wir es je hatten, erleben, zu sichern, weiterzuleben, weiter zu erleben und diese Freundschaft weiterzuleben. Slava Ukraine und vielen Dank. Vielen Dank, Katrin Göring-Eckert. Und ich übergebe nun für das erste Panel dieser Kiewer Gespräche für die Vorstellung und Moderation an Steffen Dobbert, Journalist und Autor. Dobry den und moin. Guten Tag. Es sind schon viele Worte des Dankes gesagt worden heute und hier. Ich danke auch, dass ich hier sein darf und ich danke auch allen Ihnen, Gästen, die heute hierher gekommen sind und auch alle, die uns in der Ukraine oder auch in Deutschland über das Internet gerade verfolgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, es war vielleicht noch nie so wichtig bei den Kiewer Gesprächen, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema und unsere Beziehungen zueinander zwischen der Ukraine und Russland, zwischen der Ukraine und Deutschland zu lenken. Da war ein Lachen. Ich möchte noch vorab einen herzlichen Gruß an Alice Botha loswerden, eine Kollegin von mir, die heute leider erkrankt nicht dabei sein kann. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt den ersten Redner vor unserem Panel ankündigen darf. Es geht um die große Frage: Vertrauensbruch oder Zeitenwende? Fragezeichen. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, als ich den Titel dieses Panels gelesen habe und dachte, oh Gott, Vertrauensbruch, wenn das stimmt, dann können wir eigentlich alle einpacken. Dann können wir hier einpacken in Deutschland, dann können wir in der Ukraine einpacken und wir können in der Europäischen Union einpacken, weil ohne dem geht es nicht. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir darüber diskutieren werden auf dem Panel. Ich darf Ihnen jetzt schon mal die Panelisten vorstellen. Sondern Halina Janschenko wird uns hoffentlich später beglücken. Sie ist auf dem Weg aus Kiew hierher. Und, oh ja, ich sehe gerade, dass sie eingetroffen ist. Da sind wir sehr, sehr glücklich. Genau, ich finde, das ist ein Applaus wert. Weiterhin wird Ina Nellis gleich auf dem Podium hier erscheinen. Eine Ukrainerin, die an dem Policy Paper mitgearbeitet hat, was Sie alle hoffentlich längst gelesen haben. Und wenn nicht, empfehle ich es Ihnen. Es ist anlässlich dieser Kiewer Gespräche entstanden und wir werden später darauf eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Des Weiteren freue ich mich, dass wir gleich Ludmila Melnik hier oben begrüßen dürfen. Ludmila Melnik ist eine Expertin für die Zivilgesellschaft, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland. Und sie arbeitet das für die europäische internationalen Beziehungen. Und ich hoffe, er ist dort. Roderich Kiesewetter, da sehe ich ihn. Genau. Seit 2009 Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, er ist Militärexperte, aber selbst bei der Bundeswehr sehr aktiv. Er wird das Panel gleich komplettieren hier. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Mischung dabei, um die Eingangsfrage wirklich ausführlich zu diskutieren. Doch bevor es dazu kommt, lassen Sie mich einen Menschen hier oben begrüßen, der, glaube ich, die Kiewer Gespräche quasi verkörpert. Professor Andriy Portnov ist in Dnipro aufgewachsen, einer Stadt, die direkt an dem wichtigsten, größten, schönsten Fluss in der Ukraine liegt, der seit einigen Jahren an der Viadrina-Universität lehrt in Deutschland und der Ihnen jetzt vor dem eigentlichen Panel einen Input liefern wird. Herzlich willkommen. Доброго вечора. Guten Abend. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich glaube, also wir alle selbstverständlich warten auf die Diskussion. Ich versuche, möglichst kurz, aber doch provokativ zu sein. Und dann
besprechen wir das weiter. Also, zunächst möchte ich mich bedanken. Wirklich, also ich danke den Organisatorinnen für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Besonders jetzt, ja, in dieser Tage. Ich danke auch der deutschen Regierung für ihre Entscheidung, den Schutz bedürftigen Ukrainerinnen und Ukrainer vor dem von Russland entfesselten Krieg aufzunehmen und ihnen zu helfen. Zu diesen Hunderttausenden, also fast Millionen von Menschen, gehören auch meine Eltern aus Dnipro, denen ich in ihrem Namen meinen Dank ausspreche. Das hat meine Mutter besonders gesagt. Bitte, Andrei, machst du das? Also die deutsche Regierung hat viel getan, aber sie kann noch mehr tun. Und damit komme ich zum Hauptteil meiner kurzen Rede. Wenn wir von der Zeitenwende sprechen, sollte der Stand der deutschen Ukraine-Expertise ernsthaft diskutiert werden. Auf verschiedenen Ebenen. Für mich ist klar, dass echte Ukraine-Kompetenz ohne Kenntnisse der Sprache, Geschichte und Kultur des Landes nicht möglich ist. Deshalb arbeiten wir mit meinen Kolleginnen mit Hochdruck an unserem Lehrstuhl Entangled History of Ukraine an der Viadrina in Frankfurt-Oder, die einzige Professur in Deutschland mit Geschichte der Ukraine im Titel. Und wir brauchen, das sage ich ganz ehrlich, Hilfe, weil das ist immer ein Kampf. Jeden Tag ein Kampf für ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Stellen. Ich habe nur halbe Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Mitarbeiterin auch. Das was? Echtes Fachwissen ist also systematisches Wissen. Es geht auch um den Mut und die Verantwortung, Dinge zu sagen, die nicht immer angenehm sind. Wir alle beobachten die deutsche Debatte über die Ukraine. Ich erlaube mir, zwei Beispiele anzurufen, die meines Erachtens eine eingehende Betrachtung verdienen. Und die sind leider, wie gesagt, nicht sehr angenehm. Beispiel 1. Nach wiederholten homophoben Äußerungen von Präsident Putin und nach der nachgewiesenen Folterung und Ermordung homosexueller Männer in Tschetschenien veröffentlichte eine Gruppe deutscher Feministinnen einen Pro-Putin-Appell. Wie kann das sein? Was ist los? Wie kann das sein? Beispiel 2. Putin wieder schloss seine jüngste Rede über eine weitere Zerstörung der territorialen Integrität der Ukraine mit einem Zitat der russischen Publizisten der Zwischenkriegszeit Iwan Iljin. Und dies ist nicht das erste Mal, dass er Iljin zitiert. Er macht das regelmäßig, seit Jahren. Wer war Iljin? In den 30er Jahren begrüßte er Hitler in Berlin und bereits 1928 veröffentlichte er einen Artikel über den russischen Faschismus. Empfehlungslesen. Nun die Frage, nochmal, ich sage das ganz klar. Putins Lieblingsphilosoph hat sich selbst mit Stolz als russischer Faschist bezeichnet. Nun meine Frage, warum beginnt fast keine Diskussion über die russische Geschichte oder Kultur mit einer Auseinandersetzung mit den Faschisten Iljin? Aber in fast jeder Diskussion über die Ukraine ist das Thema Bandera präsent. Warum? Danke sehr. Warum war es für die deutschen Faschisten neulich in Leipzig so einfach, Menschen mit ukrainischen Fahnen zuzurufen, Nazis raus? In Deutschland, in Leipzig mit ukrainischen Fahnen. Was ist da los? Warum sind wir da so nachsichtig? Meine Antwort liegt im Bereich der Kulturpolitik und der historischen Stereotypen. Die Ukraine hat immer noch keine volle kulturelle Selbstständigkeit und Handlungskompetenz, Agency, im deutschen öffentlichen Raum. Das ist meine auch persönliche Erfahrung seit 10 Jahren. Ich arbeite hier seit 10 Jahren.
an verschiedenen Unis. Wie Lia Dostleva, eine Künstlerin aus dem ukrainischen Staat Donetsk, treffend feststellte, ein Zitat im Original: "A unique amount of attention to Ukraine after the full-scale Russian military invasion does not necessarily come with ability to hear and to understand." Zitat Ende. Das ist sehr, sehr wichtig. Aufmerksamkeit, ja, Verständnis noch nicht. Wenn ich wieder einmal ein Gespräch über Bandera höre, dann ist mir klar, dass es sehr oft nur um einen Vorwand und eine Ausrede für mangelnde Empathie ist. Für den Unwillen, die Ukraine zu verstehen und als gleichwertigen Partnerin zu akzeptieren. Und auch die fehlende Bereitschaft zu wissen und anzuerkennen, dass die Ukraine, und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dmytro Chizhevskij, Олеся Українка, Юрій Клен, Олександр Довженко, Роман Роздольський, Віктор Петров und viele, viele andere ist. Ich habe absichtlich die Namen der Schriftsteller, Philosophen und Regisseure genannt, die ihre Werke auch auf Deutsch veröffentlicht haben. Die haben auch auf Deutsch geschrieben. Fangen wir endlich an, über sie zu sprechen. Fangen wir an, ihre Werke systematisch zu übersetzen. Lassen Sie uns mehr über die ukrainische Menschenrechtstradition sprechen. Über Menschen wie Mustafa Dzhemilev, wie Anna Horska. Wer kennt Anna Horska hier? Wie Maxim Butkevich. Maxim, eine erstaunliche Persönlichkeit, mein Freund. Ein konsequenter Kämpfer für die Rechte von Migrantinnen und Migranten in die Ukraine und ein Gegner jeglichen Nationalismus, der sich seit Juni in russischer Gefangenschaft befindet. Und wer soll ihm helfen? Ein aufrichtiger Wissensdurst ist die wichtigste Voraussetzung für den deutsch-ukrainischen Dialog. Also nochmal, dieser Dialog, meiner Meinung nach, ist höchst asymmetrisch. Und diese Asymmetrie muss man anerkennen, analysieren und dann weitermachen. Ohne diese Anerkennung macht es nicht so viel Sinn, weil nur aktuelle Probleme reicht nicht, das ist nicht genug. Also ein weiterer wichtiger Punkt ist de facto Russland, natürlich. Die historisch bedingte Trägheit der Haltung gegenüber Russland und die Unfähigkeit, die Ukraine als von Russland komplett unabhängig zu betrachten. Mir scheint, dass die Metapher aller ungleiche Brüder in der heutigen Debatte über die russisch-ukrainischen Beziehungen nicht mehr ausreicht. Es ist an der Zeit, auch in Deutschland, ernsthaft über die Dekolonisierung Russlands zu sprechen und über das Recht der Ukraine auf eine postkoloniale Perspektive. Wenn ich das sage, ich meine nicht, dass die ganze Geschichte der ukrainisch-russischen Beziehungen soll man postkolonial betrachten. Nein, jede Theorie hat bestimmte Grenzen. Klar, das ist immer so. Aber wir brauchen Verständnis und Erlaubnis, um auch diese Perspektive dazu bringen. Okay, das vielleicht später. Ein komplettes Umdenken in der Geschichte impliziert nicht nur ein Bewusstsein für die sogenannte deutsche historische Verantwortung gegenüber der Ukraine, sondern auch, und das finde ich ganz wichtig, ein tiefes Verständnis dafür, dass die Sowjetunion nicht Russland war und das moderne Russland die russländische und nicht russische Föderation ist. Nochmal, russländische, nicht russische. Wenn wir das gut verstehen, dann wissen wir viel mehr über Putin und andere Leute da. Ein wichtiges Problem im Zusammenhang mit unserem Forum ist das Deutschlandbild in der heutigen Ukraine. Das haben meine Kolleginnen und Kollegen schon kurz erwähnt. Leider lässt dieses Bild aufgrund von, Kommunikationsfehlern und der Vernachlässigung des Kontextes viel zu wünschen übrig, um es gelinge auszudrücken. Ihre Korrektur ist meiner Meinung nach eine Aufgabe für die deutsche Politik und auch hoffentlich wird als Ergebnis eine angemessene Expertise zur Ukraine kommen. Ich möchte jetzt daran erinnern, dass es in der deutschen Geschichtsschreibung, also deutschsprachigen Geschichtsschreibung war, die in den
80er und frühen 90er Jahren eine innovative Rolle beim intellektuellen Umdenken über das Wesen des Russländischen Reiches und der Sowjetunion spielte. Ich denke dabei vor allem an die bemerkenswerten Forschungen von Andreas Kappele und Gerhard Simon. Also die beiden haben systematisch gezeigt, wie multinational und wie kompliziert also imperiale und dann sowjetische Geschichte Russlands eigentlich war. Ich würde es sehr begrüßen, wenn diese Tradition heute fortgesetzt würde, in enger Zusammenarbeit mit unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen, die die Ukraine verlassen mussten, und denen, die zu Hause geblieben sind. Das ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich. Immer mehr Projekte für die Leute, die nach wie vor in der Ukraine sind. Kurze Schlussfolgerungen. Zeitenwende, Fragezeichen. Wie meine Freunde aus der jüdischen Gemeinde Dnipro sagen, ja und nein. Oder noch nein, wenn Sie wollen. Ich denke, wir sind im Prozess. Wir sehen oft nur Bedrohungen und verpassen es, die Chancen zu erkennen. Zum Beispiel eine Chance für ein neues Europa, in dem Deutschland und Ukraine strategische Partnerin sein werden. Eine Chance für einen neuen akademischen Diskurs, für eine neue Sprache, um den Osten Europas zu beschreiben und zu diskutieren. Ich wünsche uns sehr, dass wir keine Angst vor dieser Neuheit haben, und dass wir keine Angst vor den Bösen haben. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die ihre Heimat und Europa verteidigen, haben sich nicht davon gefürchtet und die verdienen unseren Respekt und unsere Dankbarkeit. Vielen, vielen Dank. Дуже дякую. Ich glaube, man kann Andriy Portnov nicht vorwerfen, dass er nicht direkt war, oder? Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wenn wir so direkt weiterreden, dann wird das heute eine interessante Runde. Ich freue mich jetzt, wenn die Diskutantinnen zu mir hier auf die Bühne kommen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn Sie einen Applaus parat haben. Erlauben Sie mir, bei einem Thema dieser Debatte ums Vertrauensbruch und Zeitenwende trotzdem eine persönliche Frage zu stellen. Iwana Jantschenko, ich muss es einfach fragen, wie geht es Ihnen? Sie sind Abgeordnete des Parlaments in Kiew und ich weiß, Sie sind gerade erst in letzter Sekunde hier nach Berlin gekommen. Und ich glaube, wir alle haben verfolgt, was in den letzten allein 3 Tagen passiert ist. Deswegen können Sie uns schildern, wie es Ihnen geht und wie Sie hergekommen sind? Erstens, herzlichen Dank für die Einladung und für diese Gelegenheit, hier heute zu sprechen mit unseren Freunden, weil das sind ja Freunde der Ukraine. Ich bin gerade erst gekommen aus Kiew. Ich war in Kiew am Montag, als dieser Raketenangriff passierte. Also 84 Raketen wurden abgeschossen an einem Tag. Das ist eine schreckliche Waffe, die große Vernichtungen zur Folge hat. Also Sie können sich vorstellen, wie ich mich fühle. Heute und im Laufe der letzten 8 Monate ist dieser Krieg unlogisch, diese Aggression, die braucht ja niemand. Damit leben wir. Also es ist schade, dass die Ukraine diesen Weg gehen muss, dass Millionen Menschen, auch Familien, auseinander sind, auch meine Familie. Im Laufe der letzten 8 Monate sehe ich meine kleinen Kinder 2-3 Mal im Monat.
Das ist nicht gerecht, nicht fair, mir gegenüber, auch meinen Kindern gegenüber und anderen Menschen in der Ukraine auch. Das ist nicht fair. Mhm. Frau Janschenko, wenn ich direkt nachfragen darf, ich glaube, alle Menschen hier können verstehen, dass das überhaupt nicht fair ist. Ich glaube, es ist sogar unmenschlich, was dort passiert. Und trotz dessen geht es hier heute um die Frage, wie viel Vertrauen noch da ist. Wie viel Vertrauen tragen Sie in sich? Und damit meine ich Vertrauen in die deutsche Gesellschaft, in die deutsche Politik. Sie sind seit 2019 Abgeordnete, Sie sind Mitglied der Partei des Präsidenten, Diener des Volkes. Wie viel Vertrauen haben Sie zu den deutschen Kollegen im Deutschen Bundestag? Das ist eine super Frage, in der Tat. Ich habe noch einen Status. Ich bin Co-Vorsitzende der zwischenparlamentarischen Gruppe zwischen den ukrainischen und deutschen Bundesabgeordneten. Ich habe sehr viele Freunde in der deutschen Politik. Ich bin verliebt in Deutschland, also diese Disziplin gut organisiert und so weiter. Solche Vorstellungen hatte ich 2019. Da wurde ich zu Co-Vorsitzenden. Was das Vertrauen betrifft, also ich glaube, Deutschland hat in ihrer jüngsten Geschichte eine ganze Reihe von kritischen Fehlern gemacht in Bezug auf die Ukraine. 2008, das war ein historischer Moment. Das war NATO-Gipfeltreffen. Die Ukraine sollte ein Roadmap bekommen, um NATO-Mitglied zu werden. Wir hätten das auch bekommen, wenn nicht die Position von zwei Ländern, Frankreich und Deutschland, 2008. 2022, was sehen wir? Wir sehen eine unprovozierte Aggression von Russland. Was sagt NATO? Tut uns leid, wir können euch nicht verteidigen oder beschützen. Ihr seid nicht bei NATO. Aber wenn man 2008, wenn Deutschland damals das nicht blockiert hätte, vielleicht käme es zu dieser Aggression heute nicht. Also tausende Ukrainer hätten ihre Leben nicht verloren und Millionen wären nicht zu Flüchtlingen geworden und die Familien blieben beisammen. Also ich finde, Deutschland hat kritische Fehler gemacht in der Vergangenheit. Aber Freunde, alles liegt in euren Händen. Jetzt ist wieder so ein historischer Moment. Man kann diese Fehler jetzt korrigieren. Wie? Lasst uns über NATO sprechen. Wir haben einen Antrag gestellt und 10 Länder haben schon diesen Antrag oder unseren Wunsch unterstützt. Deutschland aber leider gehört noch nicht dazu. Ich denke aber, das ist sozusagen das, was Deutschland jetzt machen soll. In diesem Kontext möchte ich alle ansprechen, die hier jetzt sind. Ich bin Politikerin. Ich weiß, wie die Politik funktioniert. Politiker reagieren auf ihre Wähler. Also sie schauen auf die Umfragen und schauen, was ihre Wähler wollen. So habe ich das in der Ukraine gemacht vor dem Krieg. Jetzt müssen wir viel schneller reagieren. Also ich habe eine große Bitte. Ihr könnt euren Beitrag machen zum Sieg der Ukraine und zum Frieden in Europa. Geht nach Hause, schreibt eine E-Mail oder einen Brief oder ruft euren Abgeordneten an oder schreibt ihn an. Schreibt ihm, jedem Regierungsmitglied, dass ihr der Meinung seid oder ihr bittet darum, also, dass Deutschland den Wunsch der Ukraine unterstützen soll, Beitragskandidat zur NATO zu werden. Das wird euer Beitrag sein zu Frieden in Europa und dieses Vertrauen kehrt zurück. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen Ukrainern und Ukrainerinnen. Okay. Ich glaube, der Punkt ist angekommen und es war fast eine Handlungsaufforderung, um Vertrauen wiederherzustellen. Dass wir das in so kurzer Zeit schaffen, hätte ich nicht gedacht. Ich möchte die Frage gerne weiterleiten an Ina Nellis. Sie
war Aktivistin und hat das deutsch-ukrainische Büro mitgegründet und ist vor allem eine Autorin des Policy Papers. Also die Frage, die wir heute diskutieren, die hast du, Ina, ausführlich schon bearbeitet. Und ich habe das Paper gelesen. Ich habe mich gefragt, warum habt ihr für das Paper anonymisiert mit deutschen und ukrainischen Quellenabgeordneten gesprochen? Ich möchte dich bitten, vielleicht die 2, 3 wirklich wichtigsten Erkenntnisse uns kurz mitzuteilen und vielleicht die Frage zu beantworten, warum eigentlich anonymisiert? Weil vielleicht ist es ja auch eine Frage des Vertrauens, ob die Menschen mit ihrem Namen dazu stehen, was sie euch erzählt haben für das Paper, oder ob sie da wenig Vertrauen haben und deswegen lieber anonym bleiben wollen. Vielen Dank. In erster Linie unterstütze ich die These von André. Das ist noch eine Motivation, Deutsch schneller zu lernen. Und ich danke auch den Dolmetschern, dass sie uns auch bei Sprachverständigung eine Brücke schlagen. Tiefgründige Befragungen, die sollen ja Freiheitsmeinung darstellen. Und das war ja die Meinung der Menschen, die Entscheidungsträger sind in Deutschland und in der Ukraine. Um die 15 tiefgründige Interviews hatten wir durchgeführt mit den Experten, Journalisten, denjenigen, die Expertise behalten und auch einen guten Ruf haben. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, bestimmte Positionen darzustellen und manches zu imitieren, damit wir die Beziehungen nicht imitieren, sondern die Gründe dafür finden, was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert, haben wir diese Befragung anonym durchgeführt. Ich war nicht alleine, die die Befragung durchgeführt hat. Matthias Neles und mein Mann und deutsch-ukrainisches Paar hat ebenso daran mitgearbeitet. Okay, und wenn ich kurz nachfragen darf, wie sehr ist das Vertrauen gebrochen und inwieweit ist es nicht nur ein Prozess, sondern auch schon eine Zeitenwende, die ein bestimmtes Ergebnis erzielt hat? Können Sie das verraten? Ich habe nie gesagt, dass das Vertrauen gebrochen ist. Das sind emotionale Beziehungen voller Erwartungen, voller manchmal falscher Erwartungen, nicht ausreichender Kommunikation, aber das Vertrauen gibt es. Es gibt einen Glauben daran, dass die Freundschaft erprobt durch den Krieg auf neue Ebene kommt und auf Zusammenarbeit zugute der Ukraine basiert. Gute Nachricht für diejenigen, die das lesen. Die Beziehungen sind in der Tat, in der Praxis viel, viel konstruktiver als der Ruf und als die Wahrnehmung aus den Medien. Dies wird oft von den Journalisten oder durch manche Skandale falsch verdreht, wenn man die Beziehungen aus den Medien betrachtet. So hat man das Gefühl, die wären in der Krise. Naja, gut, es gibt ja bestimmte geschichtliche Grundlagen, es gibt ja Misskommunikation, es gibt ja manchmal Missverständnis oder die Wahrnehmung der Ukraine über Russland, nicht verstehen der Nation. Aber es gibt auch ein großes Fenster der Möglichkeiten und ein Anstoß, die Beziehungen zu verbessern. Wir haben in den 7 Monaten des großflächigen Krieges erprobt und gesehen, an dem, was heute geschieht. Bis 2008 war ein Wendepunkt. Deutschland,
ist ein der Schlüsselpartner der Ukraine. Die Reform der Dezentralisierung, das ist ein Sieg und hilft sehr, der Aggression standzuhalten. Ich danke der Regierung Deutschlands und dem deutschen Volke. Und das wird nicht ausreichend kommuniziert. Deswegen entsteht der Eindruck, dass nicht genug gemacht wird. Manchmal erwartet man, dass Deutschland eine führende Position ergreift. Deutschen sind bescheiden und sagen nicht das, was sie tun. Sie sind sehr selbstkritisch und sagen eher das, was sie nicht tun und nicht das, was sie tun. Deswegen wird das nicht genug wertgeschätzt und nicht richtig verstanden. Somit wird Deutschland als strategischer Partner von Russland gesehen, der die Partnerschaft bezieht sich auf bestimmten geschichtlichen Grundlagen und die Waffen werden nicht ausreichend geliefert. Und Deutschland ist unser Anhänger und unser Partner in der Europäischen Union. Sie verstehen, Waffenlieferungen sind äußerst wichtig, damit die Anzahl der Opfer nicht zu hoch wird. Danke. Ich frage mich ehrlich gesagt, und die Frage würde ich gerne weiterreichen an Herrn Kiesewetter, haben Sie das Gefühl, es gibt ein Problem in der Vertrauensbasis zwischen den beiden Gesellschaften, weil die deutsche Seite nicht richtig kommuniziert, wie es gerade angesprochen wurde, oder weil, wie es auch angesprochen wurde, zum Beispiel 2008 der NATO-Beitritt der Ukraine durch Deutschland behindert wurde? Oder ist es ein ganz anderer Grund? Ja, das ist eine sehr vielfältige Einschätzung, die Sie da von mir abverlangen. Erstmal danke für die Einladung und Ihnen, Frau Nelles, danke für den sehr höflichen Versuch, Verständnis für Deutschland zu wecken, auch uns als höflich zu bezeichnen und sehr hilfsbereit. Ich finde das sehr fair. Ich glaube, man darf in der Haltung Deutschlands keine Zwischenposition beziehen, wenn es um die Existenz eines Landes geht, wenn es darum geht, der Ukraine das Existenzrecht und den Ukrainerinnen und Ukrainern das Überleben abzusprechen. Und meine Einschätzung ist, dass nicht nur schlecht kommuniziert wird, sondern dass das deutsche Handeln nicht anschaulich genug erklärt wird. Ich glaube nicht, dass es einen Vertrauensbruch gibt, aber ich glaube, dass es einen Vertrauensverlust gibt, der noch auffangbar ist. Wie komme ich darauf? Zunächst mal hat die Bundesrepublik Deutschland sich über Jahre sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt und ist den Erwartungen anderer nicht nachgekommen, weil wir selber sehr viele Baustellen hatten. Wir sind hier in der Mitte Berlins. Die deutsche Vereinigung 1990 hat zu einem Narrativ geführt, das vieles erklärt, was heute schiefläuft. Nämlich die Erklärung, dass Deutschland von Freunden und Partnern umgeben ist und sich deshalb um sich selbst kümmern kann. Und dieses um sich selbst kümmern bedeutete damals Investitionen in den sozialen Zusammenhalt eines Landes, das erst noch zusammenwachsen musste. Wenn dem Länder wie die baltischen Staaten auch schon vor 2007 erkannt haben, dass sie in moderne Infrastruktur, in Resilienz, in Konnektivität, Vernetzung, Modernisierung investieren mussten, haben wir einen ungeheuren Investitionsstau im Bereich Infrastruktur, moderne Mobilität und vieles andere mehr. Deutschland ist ein Land, das Wohlstand definiert über hohe Einkommen, über soziale Absicherung. Aber im Grunde genommen haben wir einen Preis dafür bezahlt, dass wir diesen Wohlstand über 52-53% des Bundeshaushalts in sozialen Zusammenhalt, Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit investieren. Ich kritisiere das nicht, ich kritisiere aber, dass wir dafür Mobilität, Energiewende und vieles andere verwechselt haben oder vernachlässigt haben. Und diese Investition in den sozialen Zusammenhalt hat dazu geführt, dass wir angewiesen waren auf billige Sicherheit aus USA, billige Wertschöpfungsketten aus China und vor allen Dingen ab 2011 zunehmend, auch durch geschickte russische Werbung und eigene Hybris, auf billige Energie aus Russland. Und 2008 war für mich persönlich, als ich im NATO-Hauptquartier war und auch Rogozin, den russischen NATO-Botschafter, weil mein Chef, ein 4-Sterne-General, nicht verfügbar war, am Hörer hatte, war für mich
der Schlüssel zur Politisierung, als ich mich dann entschied, als das Angebot kam, für den Bundestag zu kandidieren. Und 2014 habe ich nicht verstanden, dass unsere Antwort auf die Besetzung der Krim, auf den Krieg in der Ostukraine mit 14.000 Toten und 2 Millionen Vertriebenen Nord Stream 2 war. Ich habe das, ja trotzdem, ich war und bin damals, ich bin ja immer noch in der Union, damals in einer Regierungspartei gewesen und habe das kritisiert und hatte dann 2016 und 2017 auch im Umgang mit der Kritik die große Ehre, dass zweimal die Bundeskanzlerin in meinem Wahlkreis war. Sie hat die Kritik ernst genommen. Ich habe aber erst hinterher verstanden, dass das auch eine Art war, Kritik aufzuwerten, aber sie nicht umzusetzen. Und für mich ist der Kernpunkt des jetzigen Vorgehens, Vertrauen wiederzugewinnen, dass wir das dritte Narrativ ablegen, nämlich Wandel durch Handel, Wandel durch Annäherung, Wandel durch Verflechtung, weil wir uns gewandelt haben, aber weder Russland noch China. Und deswegen, ich habe eingangs gesagt, kann es kein Zwischendrin geben, kein Entschiedenes sowohl als auch. Wir müssen uns auch dank unserer Geschichte oder nicht dank, sondern wegen unserer Geschichte eindeutig auf die Seite der Ukraine stellen. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns nicht zurückhalten in der Wiederherstellung der Souveränität, in der Schaffung einer Verhandlungsposition. Und das war auch sehr beeindruckend, als ich mit Friedrich Merz in Kiew war, wie Selenskyj sehr behutsam und deutlich gesagt hat, auf was er verzichten kann oder könnte, aber wegen der furchtbaren Kriegsverbrechen nicht mehr verzichten will, zu Recht. Und deswegen sage ich auch hier in dem Kreis ganz offen, helfen Sie mit, dass die Bundesregierung nicht nur über Artilleriesysteme verhandelt, sondern wenn schon europäische Abstimmung verlangt wird und Frau Strack-Zimmermann, Michael Roth, den ich hier vertreten darf und hoffe, er bald wieder genesen, und Anton Hofreiter als die drei Ausschussvorsitzenden sehr klar für die Lieferungen sind, dass auch das Bundeskanzleramt sagt, ja, wir sind für europäische Abstimmung und eben nicht verhindern, dass auch Polen und Spanien Leopardpanzer liefern wollten. Wir brauchen die europäische Initiative. Das ist sehr emotional, ich weiß. Aber ich glaube, wir haben einen parteiübergreifenden Konsens im Bundestag dafür. Okay, das wäre ja was, wenn es diesen Konsens gäbe, dann würde das sich ja auch in Handlungen übersetzen. Aber lassen Sie mich kurz nachfragen, habe ich verstanden, Sie sind noch in der Union? Der Punkt ist, dass der Bundestag am 28. April mit fast 600 Stimmen, 586 Stimmen, die Bundesregierung aufgefordert hat, nicht nur in den Wiederaufbau, in die Traumahilfe, in die medizinische Versorgung, in die Infrastruktur der Ukraine zu investieren, sondern auch die Ukraine so zu unterstützen, dass sie diesen Krieg gewinnt. Und mir fehlt in dem gesamten Narrativ die klare Aussage, Russland muss den Krieg verlieren. Die Bedingungen kann man definieren. Es geht nicht um Systemchange, das müssen die Russen selber machen. Aber die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Und gewinnen heißt Wiederherstellung der Grenzen, zumindest vom Januar dieses Jahres. Gestatten Sie mir noch eine Nachfrage. Das war jetzt natürlich halb im Scherz gemeint, dass Sie in der Union sind. Aber ich glaube, zum Wiederherstellen von Vertrauen gehört auch Verstehen. Das ist angeklungen beim Input von Professor Portnoff. Können Sie uns erklären, warum noch kurz vor der Bundestagswahl, also vor einem Jahr, die Union Nord Stream 2 unbedingt haben wollte? Ja. Also ich würde es gerne verstehen, vielleicht wissen Sie mehr als wir hier. Kann ich sehr gerne. Ich habe einen selber als damals Berichterstatter für Russland ein 20-Fragen-, 20-Antworten-Papier entwickelt, wo ich sehr eindeutig festgehalten habe, dass wir auf Nord Stream 2 verzichten müssen. Dieses Papier habe ich dann als Wahlkampfhilfe an meine Kolleginnen und Kollegen schicken dürfen, aber es wurde kein Fraktionspapier, weil die Bundesregierung, die ja nicht nur aus der Union bestand, sehr stark gemeinsam darauf bestanden hat, dass unsere Energieversorgung, Ausstieg aus der Kernkraft, Einstieg in die Fossilen, eben auf das relativ günstige Gas sich angewiesen fühlte und auch mit Blick auf den CO2-Ausstoß glaubte, dass mit russischem Gas, das günstiger war als andere Alternativen, diesen wirtschaftlichen Wohlstand halten kann. Und das ist das, was ich kritisiert habe. Ich habe natürlich loyal in dem Wahlkampf das gehalten, aber ich will an der Stelle auch sagen, würde der Bundeskanzler Armin Laschet heißen, hätten wir ähnliche Herausforderungen, wie wir sie heute haben. Und deswegen habe ich auch volles Verständnis für Frau Strack-Zimmermann und für Frau Baerbock und Herrn Hofreiter und für Herrn Roth. Okay.
Ich frage mich, und damit leite ich über zu Ludmila Melnik, die, das sei an dieser Stelle gesagt, in keinster Weise verwandt ist mit dem ehemaligen Botschafter, nur um Missverständnisse vorzubeugen. Sie ist aber eine Expertin für die ukrainisch-deutsche Gesellschaft und das Zusammenleben dieser beiden Gesellschaften. Und Ludmila, vielleicht kannst du uns erklären, wie genau das, dieses Festhalten an Nord Stream 2 in der ukrainischen Gesellschaft verstanden wurde, wie damit umgegangen wurde und ob vielleicht man da inzwischen drüber hinweg ist, angesichts der Eskalation des Krieges. Ich glaube, in der Ukraine wird keiner verstehen, warum Deutschland sich für Nord Stream 2 entschieden hat. Ich habe seit 2016 eigentlich miterlebt, weil wir haben viele Expertinnen auch aus der Ukraine nach Deutschland eingeladen und haben zu diesem Thema auch diskutiert. Und ich muss sagen, wir haben von deutschen Experten immer so diesen Vorwurf gehalten, bekommen, ach, das, was die Ukrainer sagen, das ist immer emotional. Sozusagen, das passte irgendwie nicht in den Diskurs. Und im Nachhinein denke ich, ja, die Ukrainer sind nicht emotional, die sind visionär. Und wir sind sozusagen nicht da dran, wo die Ukraine ist. Und das sehe ich auch jetzt mit Blick auf den Konflikt überhaupt, den wir erleben, welche Vorschläge aus der Ukraine kommen. Und die werden sozusagen nicht wahrgenommen in Deutschland. Wie kann ich das Nord Stream 2 überhaupt in Deutschland erklären? Weil man spricht sehr häufig von der Naivität. Ja, das ist so jetzt, ich glaube, das Wort des Jahres im deutschen Diskurs jetzt geworden. Wir waren naiv mit Blick auf Russland. Und ich muss sagen, wir unterschätzen wirklich diese kulturellen, wirtschaftlichen auch Beziehungen und das Wissen, das eigentlich Herr Potnow heute angesprochen hat, das systematische Wissen, das uns über die Ukraine fehlt, hindert uns überhaupt, die Entwicklungen richtig einzuschätzen. Und das, ich habe mir heute auch nachgedacht, das ist nicht schon zum ersten Mal, dass wir uns treffen, aber immer sind die Beziehungen auf dem Prüfstand. Das ist auch nicht okay. Eigentlich, wir haben, was Ina auch gesagt haben, wir haben gute Beispiele aus der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit, aber irgendwie sowohl die Ukraine als auch Deutschland, wir sind nicht in der Lage, über Positive zu sprechen. Wir sind immer auf dem Prüfstand und das besonders seit 2014. Die deutsch-ukrainischen Beziehungen sind immer durch Krisen behaftet und das glaube ich, wir müssen halt was damit machen. Und ich finde, das ist zu wenig, wenn wir sagen, wir wollen die deutsch-ukrainischen Beziehungen ausbauen, aber wir haben kein Forum dafür. Gott sei Dank, es gibt die Kiewer Gespräche. Das ist das einzige Forum, wo wir uns jedes Jahr treffen können. Ist das wirklich ausreichend, um strategische Beziehungen aufzubauen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wir brauchen mehr Formate, wo wir das Vertrauen eigentlich, über das Vertrauen sprechen können, aber auch das systematische Wissen aufbauen. Und das würde ich mir wirklich wünschen, weil ich glaube, und noch vielleicht ein Moment, diese Asymmetrie, die ist da. Ich glaube, wir auch Ukrainer müssen auch so dessen bewusst sein, dass wir auch nicht in der Lage waren, zum Beispiel über die Ukraine in die deutsche Gesellschaft richtig zu kommunizieren. Das muss man schon wirklich sagen. Die Ukraine hat nicht die finanziellen Ressourcen, um die ukrainische Kultur und anderes Wissen in der deutschen Gesellschaft systematisch zu verbreiten. Da müssen wir der Ukraine unter die Arme greifen. Insbesondere, wenn wir wissen, dass das Ziel von Putin ist, überhaupt die ukrainische Kultur und den ukrainischen Staat zu vernichten. Aber ich denke, was mir in dem ganzen Diskurs sozusagen fehlt, einerseits müssen wir darüber sprechen, was Deutschland besser machen kann, aber auch nicht immer vergessen, über das Positive zu sprechen. Und das fehlt mir im gesamten sozusagen Kontext. Mhm. Ich verspreche, wir versuchen noch über das Positive zu sprechen. Ich würde aber zunächst noch mal den Blick zurück wagen und eine Frage vielleicht an Frau Jantschenko stellen. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, wo ich mich mit der Geschichte der Ukraine sehr beschäftigt habe und ich habe mir mal zwei Zahlen rausgeschrieben. Im Zweiten Weltkrieg, ich glaube, das dürfte hier bekannt sein, hat Deutschland die Ukraine als Kolonie haben wollen.
Es war klar in Deutschland, dass die Ukrainer, Zitat, grässliches Zitat, Untermenschen sind. Und der grässliche Vernichtungskrieg Hitlers hat sich hauptsächlich in der Ukraine, in der heutigen Ukraine abgespielt. Während im heutigen, also im damaligen, der russischen Sowjet auf dem Gebiet nur 5% besetzt waren von den Nazis, war es halt in der Ukraine das gesamte heutige Gebiet. Stehen die Deutschen eigentlich in einer historischen Schuld und sind wir uns dessen zu wenig bewusst? Sehr gute Frage, dafür danke ich Ihnen. Ich ergänze, nicht nur Hitler, auch Stalin, der sowjetische Parteioberhaupt war der Meinung, Ukrainer sind Untermenschen, das ist ein Unterland, das muss man unterdrücken und alles daraus ziehen, was man daraus ziehen kann. Was nicht normal dabei ist, die Ukraine hat tatsächlich viel mehr gelitten als Russland während des Zweiten Weltkrieges und alle emotionalen und praktischen Vorteile von diesem Diskurs erhält Russland. Na, lasst uns ins Jahr 2020 gehen. In Deutschland gibt es eine Diskussion, die für mich unverständlich ist. Deutschland kann nicht gegen Russland antreten. Wir tragen noch die Schuld für den Zweiten Weltkrieg. Aber schaut mal, die Russland tötet Ukrainer. Mehr als 400 Kinder waren getötet in den letzten 8 Monaten. Viele waren vergewaltigt, gefoltert. Solche Gräueltaten hat Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen. Ich frage, wo liegt diese Verantwortung? Wo die Führungsrolle Deutschlands? Vielleicht jetzt haben Sie eine außergewöhnliche Chance, die Wahrnehmung der Welt zu verändern, die Wahrnehmung von den Deutschen in der Welt zu verändern, wenn man historische Verantwortung trägt. Auch zu, in Beziehung zu Russland, diesen Schuld abzulegen, Fehler zu korrigieren. Deutschland hat viele Fehler gemacht, aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit, diese ganzen Fehler zu korrigieren, das Gesicht zu wahren. Ich rufe Sie dazu auf. Was möchte ich Sie noch aufrufen zu tun? Sie haben diesen furchtbaren Beschuss dieser Woche gesehen. Das dauert an. Kinder sitzen in Versteck und nicht in der Schule, im Vergleich zu deutschen Kindern. Krankenhäuser können nicht Schwerkranke operieren, denn am Montag war Stromversorgung unterbrochen. Jedoch, erst nach diesem furchtbaren Beschuss haben wir die erste moderne Iris-T von Deutschland geliefert bekommen. Dieses Luftabwehrsystem haben wir erst nach dieser Tragödie erhalten. Erst nach Tragödien, nach furchtbaren Bildern aus Bucha sehen wir Veränderung im deutschen Diskurs. Und im Juni kamen die ersten schweren Waffen. Liebe Freunde, wenn Sie Bilder aus Bucha sehen, wir haben überall gesagt und gesprochen, wir deutsche Politiker, Aktivisten, Journalisten, wir haben gesagt, Sie sehen diese Fotos aus Bucha, die gleiche Situation ist praktisch in jeder besetzten Stadt jetzt. Im August und September haben wir Gebiet Kharkiv befreit, ein Teil von Donetsk-Gebiet befreit, ein Teil von Cherson befreit. In der Nähe von Izym haben wir ein Massengrab gefunden. Und das sind die Zivilisten, mit Frauen, Kinder, die gefoltert waren von den russischen Soldaten. Jetzt, bedenkt es einfach, 2022 in einem europäischen Staat. Und nun kommt eine Reaktion. Bei Liman haben wir noch ein Massengrab gefunden. Und leider finden wir solche Massengräber und werden sie in jeder befreiten Stadt finden. Riesengroße Frage, wie viel Zeit wird wohl vergehen, bis die ganze Ukraine befreit wird? Und wie viele
Menschen in solchen Massengräbern verscharrt werden, solange deutsche Politiker überlegen, ob man Marder und Leopard liefert oder ob man wartet, bis die Amerikaner es geliefert haben. Das ist mein zweiter Aufruf. Wenn Sie Ihre Mails schreiben an Ihre Politiker, spricht NATO an, Waffenabwehrsysteme, Leopards und Marders. Und wenn es geht, habe ich noch Zeit? Ein bisschen? Sie haben Zeit. Aber ich glaube, oder ich würde gerne diese doch relativ eindringliche Schilderung mit einer Frage verknüpfen, die halt auch zur Realität gehört. So wie Sie gerade geschildert haben, was in den letzten Tagen in der Ukraine passiert, so ist es auch Realität in Deutschland, dass wir in den letzten 3 Tagen tausende Menschen auf der Straße gesehen haben, die dafür demonstriert haben, dass wieder Gas aus Russland eingeführt wird. Und ja, ich war sehr oft in der Ukraine, für mich, ich habe viele gute Freunde, für mich ist es fast physisch schwer auszuhalten, diesen Widerspruch irgendwie zu sehen. Und ich frage mich, vielleicht kann das Herr Kiesewetter beantworten oder vielleicht auch Frau Melnik, warum gehen diese Menschen zu Tausenden in Deutschland auf die Straße und warum verstehen sie nicht das, was wir gerade sehr eindrücklich, ja gerne, also wer antworten mag hier vorne, was ist dort der größte Fehler? Oder vielleicht ist es gar kein Fehler, vielleicht sehen wir hier was falsch. Ich glaube, so eine kurze Anmerkung von meiner Seite. Ich glaube, wenn wir über die Politik und politische Verantwortung sprechen, dann soll eigentlich auch politische Kommunikation angesprochen werden. Und in diesen Zeiten, ja, wo die ganze Welt sozusagen die Zukunft entschieden wird, kann es kein Vakuum an der Kommunikation entstehen. Und all die, ich kann mir vorstellen, dass wir eigentlich noch später, auch im Winter, noch größere solche Demonstrationen erleben werden. Und das ist schon die Aufgabe der politischen Führung, den Menschen zu erklären, dass die erhöhten Preise auf Energie, das ist nicht das Schlimmste, was im Leben passieren kann. Und ich sehe das noch nicht genug, dass die Politik, die deutsche Politik, das schon, sage ich so, genug kommuniziert hat. Ich möchte das ergänzen. Wir können nicht nur die Auswirkungen des Krieges mit Geld lösen. Dass wir jetzt diesen Gasnotlage haben oder auch steigende Lebensmittelpreise durch gestiegene Düngemittelpreise, hat keine Ursache im Krieg, sondern hatte die Ursache, dass Putin die von Deutschland verkauften Gazprom-Speicher im letzten Jahr nicht gefüllt hat. Und dadurch Deutschland mit sehr viel Geld, mit anderen natürlich weltweit, Gas aufgekauft hat, die Preise sind explodiert und Ähnliches war mit den Düngemitteln, weil Weißrussland angewiesen wurde, keine Düngemittel mehr zu verkaufen und der Doppelzentner statt 20 Euro jetzt 120 Euro kostet. Das ist der eine Aspekt. Und dann gehört auch dazu, dass die Regierung erklären muss, was sie tut. Und jetzt sind 295 Milliarden Euro in die Hand genommen worden, um die Auswirkungen des Krieges in Deutschland zu mildern. Es wird aber nicht erklärt, wie die Sanktionen auf Russland wirken. Dass nur noch 24.000 statt 600.000 Menschen in der Automobilindustrie arbeiten. Dass die Autos dort keine Airbags mehr haben, keine Rückfahrsensoren und kein ABS. Dass in russischen Panzern von Bosch Siemens Hausgeräte die Chips sind, weil sie ihre Konsumgüterindustrie plündern. Und es gehört auch dazu, wenn man sagt, es werden knapp 300 Milliarden Euro investiert, dass nur 1% davon als Militärhilfe an die Ukraine geht, 3 Milliarden Euro. 300 Milliarden an unsere Bevölkerung, 3 Milliarden an die Ukraine, Tendenz steigend. Aber 12 Milliarden Euro wurden seit Kriegsbeginn an Russland überwiesen für die Energiekosten. Und das der Bevölkerung zu erklären, ist aufwendig. Aber wir müssen es tun. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir diese Veranstaltung machen. Okay. Ja, Ina Nellis wollte auch die Frage antworten. Ja, ich möchte hinzufügen, das ist auch in unserer Studie. Putin hat sich darauf vorbereitet, aber ihr seid nicht vorbereitet gewesen. Das ist die Frage Nord Stream 2. Diese Frage ist wie ein Schatten, ne? Also beschattet die Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland. Man dachte, wir sind Panikmacher. Ne? Also wir warnen vor irgendwas, was nicht eintrifft. Aber
das ist Abhängigkeit von einem Lieferanten ist kritisch für ein Land. Und die Regierung soll das kommunizieren, erklären, nicht warum die Preise steigen, aber auch, wenn jetzt die Ukraine siegen sollte und der Frieden einkehrt und man zu der früheren Energiepolitik mit Russland nicht zurückkehrt, das geht gar nicht mehr. Das ist die Frage einer strategischen Sicherheit von Deutschland. Das wird helfen, auch mit den Menschen hier zu arbeiten. Natürlich, es gibt hier auch oppositionelle Kräfte, sie nähren Proteste, sie führen Menschen auf die Straße, aber wir sollen nicht vergessen, der größte Sieg, 74% Deutschen unterstützen Ukrainer weiterhin, obwohl sie neue Rechnungen bekommen haben. Die Menschen verstehen das. Sie brauchen keine zusätzliche Erklärung. Sie wissen, wer das Böse ist oder wo das Böse ist. Aber die Regierung macht diesen Schritt nicht oder kommuniziert nicht genug. Also man muss einfach ein bisschen weiterschauen. Man soll sagen, wir bleiben mit der Ukraine, bis die Ukraine siegt und wir machen alles, damit es so schnell wie möglich passiert. Dieses Konzept des Sieges, das kommt so nicht über die Lippen bei den deutschen Politikern und auch vielleicht nicht in ihre Köpfe, weil man hatte viel über den zweiten größten Armee der Welt, man hatte so Illusionen. Und auch diese Schuld, die man oft nur gegenüber Russland spürt oder ausdrückt und man ignoriert die Ukraine und Belarus. Jetzt ist der historische Moment. Deutschland kann an die richtige Seite sich stellen. Nicht nur uns zu helfen, zu überleben, sondern auch zu siegen. Mein Ort ist schon seit 7 Jahren besetzt. Ich komme aus dem Gebiet Luhansk. Ich habe dort auch Verwandtschaft. Und jeder Tag, jedes Zögern, das sind neue Opfer. Die Ukrainer sind Visionäre. Glaubt uns, die Panzer werden uns heute helfen, diese Gefahr zu vernichten und auch tausende Menschenleben zu retten, auch Infrastrukturobjekten zu retten, die man später nicht reparieren muss. Wir schätzen sehr hoch diese Waffenlieferungen und das beeinflusst natürlich auch den Krieg. Aber man soll schauen, was sind im Moment die realen Bedürfnisse. Unser General Zaluzhny ruft oder sagt, wir brauchen Panzer. Ja, und es gibt deshalb Unverständnis auf der ukrainischen Weise, weil manchmal das nicht versteht. Deutschland liefert uns State of Art, also hochpräzise Waffen, aber liefert uns keine Panzer. Warum? Die sind vielleicht nicht so strategisch gefährlich oder geheim. Viele Fragen und das zeigen wir auch in unserem Policy Paper und geben auch Empfehlungen, wie man das beheben kann. Und die letzte These, wenn du höhere Rechnung bekommen hast, das ist nicht der Preis, den die Ukraine heute zahlt. Am Montag wurden 30% der Energiewirtschaft des Landes verletzt. 30% der Energiewirtschaft. Ich spreche nicht von Gas. Wir haben nicht mal keinen Strom. Kein Strom und kein Wasser. Wir haben keine Ressourcen, um diesen Winter zu überleben. Also kurzfristig ist prioritär Unterstützung der Ukraine, wenn wir vom Wiederaufbau sprechen. Das ist ein Thema, das vielleicht näher den Menschen hier liegt. Wir sollen davon sprechen, wir müssen Objekte der Infrastruktur schützen und erneuern. Die Menschen müssen diesen Winter irgendwie überleben. Ich würde jetzt gerne, so wichtig wie das Aktuelle jetzt ist, und ich glaube, wir verfolgen das alle in den Nachrichten, gerne die Zeit nutzen, um etwas vorauszuschauen. Zeitenwende ist, glaube ich, ein Begriff oder ein Prozess, der damit einhergeht, der uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Deswegen
eine Frage mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Vielleicht an Sie, Frau Jantschenko. Wann wird die EU vollwertiges Mitglied, wann wird die Ukraine vollwertiges Mitglied der EU sein? Ich hörte vorweg, wir wollen heute über Visionen reden. Ja? Also ich mache jetzt einen Sprung in die Zukunft. Und vielleicht, weil mich das persönlich sehr beeindruckt hat, als ich vor kurzem in der Ukraine war, was passiert mit all den Waffen bis dahin, die in der Gesellschaft jetzt verständlicherweise zirkulieren? Genau, aber ich würde gerne, dass wir alle noch mal kurz über die Perspektive reden können. Und was ist Ihre Einschätzung? Wann kann es dazu kommen, dass die Ukraine volles Mitglied der EU wird? Wenn das von uns abhängen würde, dann wäre das heute schon der Fall. Ich möchte euch sagen, wir machen große Anstrengungen. In den letzten 8 Jahren hat man unglaublich viele Reformen durchgeführt, auch Antikorruptionsreformen. Nicht alle sind bekannt. Deshalb gibt es eine gewisse Skepsis auch hier oder man hat veraltete Vorstellungen. Heute ist die Ukraine nicht nur ein starkes Land, ich meine jetzt nicht nur unsere Armee. Wir haben unglaublich tollen Bürgerservice. Menschen, unsere Bürger, die in Europa jetzt sind, sie merken, dass man manches in der Ukraine schneller bekommen kann, erledigen kann. Das ist auch sind auch unsere Unternehmen, die sehr kreativ sind. Also ich denke, wir haben viel gemacht, um Mitglied der EU werden zu können, vollwertiger. Aber nicht nur das ist wichtig, auch Mitgliedschaft in NATO ist wichtig. Warum? Machen Sie sich bitte Gedanken darüber. Putin greift nicht Länder an, die in Bündnissen sind, in starken Bündnissen. Dieser Maniak hat eine Krise in Moldau verursacht, in Georgien. Jetzt hat er die Ukraine angegriffen. In Syrien. In welchem Jahr wird es soweit sein? Er greift aber nicht die Länder an, die Mitglieder in Bündnissen sind. Deshalb, Mitgliedschaft der Ukraine in der EU und NATO, das ist die Frage der Sicherheit unserer Kinder und Enkel, meiner Kinder, damit sie nicht irgendwann in der Zukunft gezwungen werden, Flüchtlinge zu werden, ihr Land zu verlassen oder ihre Verwandte zu verlieren. Es geht hier auch über die Verantwortung der EU vor unserer Zukunft. Ja. Danke. Ich glaube, ich habe nicht verstanden. Können Sie die Frage beantworten? Wenn Sie realistisch einschätzen, spekulieren müssten, zugegebenermaßen, in welchem Jahr wird es soweit sein? Ja, wiederum, wenn das alles von uns abhängen würde, also realistisch, im Sommer haben wir diesen Status des Beitritts und wir haben ein Roadmap bekommen. Jetzt, wenn wir über unser Parlament sprechen, diese 7 Punkte sind unsere Priorität. Wir wollen bis Ende dieses Jahres diese Punkte erledigen und dann zu Verhandlungen zu übergehen. Die Verhandlungen können schnell durchgeführt werden. Es gab Fälle, wo von Verhandlungen bis zur vollwertigen Mitgliedschaft 2-3 Jahre geschafft haben. Es gab auch Länder, die ohne Verhandlungen aufgenommen werden wurden. Das ist die Frage an Sie, wie ihr mit Ihren Politikern arbeitet, okay, mit Ihren Vertretern. Ja? 2-3 Jahre, das ist ein Zeitraum. Ich würde die Frage gerne weitergeben, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit, aber Herr Kiesewetter, was halten Sie für realistisch? Zunächst einmal muss sich die Europäische Union auch reformieren. Es reicht nicht, die EU immer größer zu machen, wenn sie bürokratische Strukturen in Brüssel hat, die für die Mitgliedsländer und vor allen Dingen für das Europaparlament nicht transparent sind. Parallel, wenn wir die EU erweitern, insbesondere um ein so großes Land wie die Ukraine, muss das Parlament eine andere Rolle haben, die Europäische Kommission besser kontrolliert werden. Dies sinnvoll zu schaffen, ich sage mal eine Zahl,
dauert in der Zeit, wir haben 2024 Europawahlen plus 5 Jahre bis 29 in diesem Jahrzehnt. Und wenn wir realistisch sein wollen, dann sollten wir alles tun, dass die Ukraine in diesem Jahrzehnt Mitglied von EU und NATO wird. Und das bedarf sehr viel Anstrengungen. Und natürlich ist es gut, aus der Ukraine heraus diese Forderung zu stellen. Aber es ist auch ein Appell an uns. Ich will aber das nutzen, um auch einen Gedanken zu sagen. Nach diesem Krieg wird es wieder einen Wirtschaftsausschwung geben, wie nach jedem Krieg. Aber Europa wird sich nicht diese Behäbigkeit und das Zaudern gefallen lassen. Die mitteleuropäischen, osteuropäischen Staaten und die skandinavischen Staaten wie Schweden und Finnland, die ihre teilweise wie Schweden jahrhundertelange Neutralität aufgegeben haben, wollen eine andere Europäische Union. Und es wird die von Deutschland immer mal propagierte EU der zwei Geschwindigkeiten geben. Aber wir müssen aufpassen, dass Deutschland nicht in der langsameren Geschwindigkeit bleibt. Okay. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich schaue mal so auf die Uhr, weil wir im ursprünglichen Zeitplan jetzt nicht mehr viel Zeit haben. Ich gucke mal, ob wir ein bisschen Zeit haben. Ich würde total gerne noch Fragen aus dem Publikum hier entgegennehmen und an dieser Stelle auch, so wurde mir erzählt, die Möglichkeit eröffnen, dass Leute, die im Internet zuhören oder zuschauen, Fragen stellen können. Ja, hier vorne. Ein Mikrofon. Ich würde alle Menschen, die Fragen stellen, bitten, sich relativ kurz zu halten und keine extra Referate oder so zu halten. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Stefan Melle vom DRA Austausch e.V. Vielen Dank für die Diskussion und für die Intensität, die wir auch haben, die Offenheit. Ich würde von den ukrainischen Kolleginnen gerne wissen, wie wir tatsächlich in diesem Winter auch in den nächsten Monaten unterstützen müssen, und zwar auch da, wo es darum geht, Gebiete, die jetzt hoffentlich befreit werden, auch schnell wieder sozusagen lebenswert zu machen und auch zu zeigen, dass es dann Erfolg gibt, sodass die Ukraine sich da stabilisieren kann. Dankeschön. Okay, danke. Ja, vielleicht eine Frage an Sie, Frau Jankow. Das Wichtigste, was man jetzt machen kann, das ist Flugabwehrsysteme. Russland sagte ja schon, ihr Ziel Nummer eins ist Energiewirtschaft und Wärmewirtschaft. Sie wollen uns einfach Kältewinter bringen. Das lassen wir nicht zu. Also eben Luftabwehrsysteme. Iris-T haben wir diese Woche bekommen. Das ist super. Wir haben ein System bekommen für ein ganzes großes Land. Das reicht nicht. Zusammen mit Iris haben wir nur 48 Raketen bekommen. An einem Tag hat ja Russland am Montag 84 Raketen abgeschossen. Das heißt, diese Hilfe aus Deutschland, die würde für einen halben Tag reichen. Es ist wichtig, dass die deutsche Regierung Rüstungsindustrie fördert, die IRIS-T produzieren und an die Ukraine liefern können. Und zweitens, wichtige Botschaft an die Politiker. Es gibt ganz viele von diesen Luftabwehrsystemen. Die stehen an der Grenze zur Ukraine. Da braucht man sie nicht. Also in Osteuropa. Ich meine die NATO-Länder. Man soll diese Luftabwehrsysteme nutzen, um einen Teil der Ukraine zu schützen, einen Schirm zu spannen, damit wir unsere Systeme, von denen wir nicht so viel haben, ins Zentrum verlegen und eben in den Osten des Landes. Das ist das Wichtigste. Darauf soll man sich konzentrieren. Und zweitens, hier kann Deutschland auch viel machen. Wir werden wahrscheinlich auf Gasheizung verzichten müssen in diesem Zimmer, in diesem Winter. Deshalb, wir brauchen maximal viele individuelle Heizungskörper oder irgendwelche andere Modelle, die vielleicht mit Holz arbeiten können, mit anderen Stoffen. Das soll man eben in die befreite Gebiete bringen, weil da sind die Städte vollständig zerstört. Wenn wir die Städte befreien, da gibt es keinen Strom, kein Wasser, gar nichts. Also wirklich, die Menschen haben nichts. Also sie haben nichts, womit sie leben können, wie sie leben können. Deutschland kann hier
viel machen. Also eben humanitäre Hilfe natürlich ist das. Das würde den Menschen helfen, diesen Winter zu überstehen. Und das dritte Instrument ist ganz einfach und schnell. Das ist Finanzierung der Kohle- und Gaseinkäufe. Unsere Speicher, auch wenn wir minimal heizen, und unsere Industrie braucht das jetzt auch nicht, aber wir haben Speicher nur bis Februar. Ne? Für mehr nicht reicht es, beim minimalen Verbrauch. Naftohaz weiß, wo man das kaufen kann, aber wir haben nicht genug Geld, um Kohle und Gas zu kaufen. Helft uns, um das zu erledigen. Also das okay. brauchen wir für in diesem Winter. Geld, Waffen und Öfen. Hiroshi. Hier vorne war eine Frage. Danke. Maria Zolkina, regionale Sicherheit, ukrainisches analytisches Zentrum, demokratische Initiativen. Noch zu der Hilfe auf deokupierten, also Dieselgeneratoren braucht man dort auch auf diesen befreiten Gebieten, weil es gibt ja keinen Strom und die Krankenhäuser können damit arbeiten. Das wissen wir von 2014. Damals haben die Chirurgen operiert. Also es gab eine Lampe mit einem Dieselgenerator und so haben sie operiert. Und zweitens, das sind spezielle chemische Stoffe, um Wasser zu reinigen, weil Wasser ist verschmutzt oder es gibt keine Wasserversorgung. Das erste Problem, was entsteht, das sind dann Infektionskrankheiten. Ne? Also in Mariupol hatten wir das schon. Mariupol ist ja immer noch besetzt. Eine Frage an Herrn Kiesewetter. Ich arbeite mit dem Thema, ich forsche über den Krieg oder ich erforsche den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Jetzt sehe ich in der Expertenrunde, also in Gesprächen mit meinen westlichen Partnern, wenn wir dazu kommen, wie die Niederlage Russlands in der Ukraine, wie wird das die Prozesse in Russland beeinflussen und was die Ukraine und Europa damit machen soll? Und wir sehen, dass wir ganz unterschiedliche Positionen haben. Für die Ukraine ist es klar, wenn Russland in der Lage erlebt, dann wird in der Russland zu einer Destabilisierung kommen und vielleicht gibt es zu einem Zusammenbruch und wir sind bereit. In Europa sehen wir diesen Wunsch, sehen wir, dass man nicht mal darüber nachdenken möchte. Und wenn dieses Szenario realistisch wird, also Destabilisierung in Russland, dann kann man der Ukraine in der entscheidenden Situation keine Hilfe mehr geben, damit Russland diese Niederlage nicht erlebt, damit es nicht dazu kommt, damit es nicht zu der Destabilisierung Russlands kommt. Wie sehen Sie das aus der deutschen Perspektive? Ist das ein Thema in der deutschen Politik, was so ein Szenario betrifft und was machen wir damit? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst einmal, was bedeutet ein Sieg der Ukraine? Das bedeutet die Wiederherstellung der Souveränität, möglichst mit der Krim und der Ostukraine, Minimum in den Grenzen vom Januar dieses Jahres. Das kommt drauf an. Aber das ist der Sieg der Ukraine und wie ist der abzusichern? Erstens mit einer internationalen Schutztruppe, dass Russland nicht neu angreifen kann. Zweitens mit einer Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. Denn diese Kriegsverbrechen sind dermaßen furchtbar, dass die Medien in Deutschland, auch Twitter, die sozialen, die sogenannten digitalen Medien, sie verschweigen und in der westlichen Öffentlichkeit keine Ahnung über die Furchtbarkeit dieser Kriegsverbrechen ist. Darüber müssen wir auch gesondert reden, weil das völlig ausgeblendet wird. Nicht umsonst gibt es mobile Krematorien und vieles andere. Und das Dritte ist, dass Russland Reparationen zahlen muss. Es geht ja um Wiedergutmachung für Billionenschäden an materiellen Gütern. Wie macht man es wieder gut, wenn Menschen über Jahrzehnte traumatisiert sind, Familien zerstört sind, hunderttausende Kinder entführt sind? Wie macht man das wieder gut?
Und deswegen muss die Frage der Kriegsverbrechen und der Reparationen unbedingt auf den Tisch und früh vorbereitet werden. Was bedeutet das für Russland? Russland ist eine Kolonialmacht. Als Russland im Februar gefragt wurde, Putin gefragt wurde und die Duma und der Föderationsrat, was sie denn für Sicherheitsgarantien wollen, es waren Fragen aus den USA, kam, dass jede frühere Sowjetrepublik aus NATO und EU austreten soll, beziehungsweise kein Beitrittsrecht hat und Mitglied der Russischen Föderation werden soll, dass die früheren Warschauer Paktstaaten aus der NATO austreten sollen und die Amerikaner aus Europa abziehen. Unakzeptabel, widerspricht der Schlussakte von Helsinki, widerspricht der Charta von Paris. Es bedeutet also, eine Niederlage Russlands muss mit dem Eingeständnis der Niederlage verknüpft sein, einer Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. Und dazu brauchen wir ein internationales Kriegsverbrechertribunal und eine Wiedergutmachung der materiellen Schäden über Reparationen, die in Ressourcen geleistet werden können. Und dann ist die Frage, wer kommt nach Putin? Wollen wir einen Putin hoch drei? Oder sind wir in der Lage, eine andere Lösung innerhalb Russlands durch Russland zu leisten? Nawalny hat erst unlängst gesagt, Russland muss sich von den Kolonialreich befreien, muss ein föderaler Staat werden. Kasparov, der schon jahrelang nicht mehr in Russland lebt, sagt, Russland muss kleiner werden und sich von Dagestan, Tschetschenien und vielen anderen kolonisierten Ländern ihnen die Selbstständigkeit geben. Und dazu kommt noch ein innerrussischer Aufarbeitungsprozess. Es kann doch nicht sein, dass die ethnischen Russen die ethnischen Minderheiten kämpfen lassen und jetzt dann, wo sie mobilisiert werden sollen, in Teilen zu Hunderttausenden das Land verlassen. Also müssen wir auch sehr klar Forderungen an Russland stellen, einer internen Aufarbeitung und nicht sofort, wenn der Krieg um ist, mit den Sanktionen aufhören, sondern sehr klar konditionieren, in welchen Schritten womöglich die Sanktionen aufhören. Ein Kriegsende ist noch lange nicht das Ende des Systems Putins und das muss beraten und behandelt werden. Okay. Frau Meldig wollte auch darauf antworten. Das ist das ideale Bild, das Sie hier zeichnen. Was ich aber in der deutschen Diskussion erlebe, das ist, ich glaube, erstens, ich habe das Gefühl, Deutschland hat überhaupt den Modus des Abwartens mit Blick auf Russland eingenommen. Sozusagen, wir warten ab, wer nach Putin kommt und dann können wir wieder unsere Beziehungen aufbauen. Und das ist eine sehr gefährliche Strategie. Wir haben keine Strategie mit Blick auf Russland. Wir hoffen, dass das alles irgendwie endet, aber Strategie ist nicht da. Wir haben es im Parlament, doch, da muss ich Ihnen widersprechen, im Parlament denken wir sehr klar darüber nach und wir tun alles, Entschuldigung, so hör sofort auf, dass in der Regierung diejenigen, die die Väter und Mütter von Minsk I und Minsk II sind, nicht auch die Väter von Minsk III werden. Das ist die Absicht des Parlaments. Okay, aber und das muss, ich glaube, stärker in den öffentlichen Diskurs sozusagen kommuniziert werden, weil nämlich das fehlt und wir merken auch im deutschen Diskurs, dass wir über den Putinskrieg sprechen, aber nicht über den Krieg, den eigentlich russische Gesellschaft führt und da trennen wir auch. Und das ist nämlich wiederum das bestätigt, dass wir noch nicht so richtig unsere Position mit Blick auf Russland eingenommen haben. Und die letzte Anmerkung, wir brauchen auch Strategie mit Blick auf die Ukraine. Und ich habe wirklich das Gefühl, einige Momente wollen wir nicht öffentlich ansprechen, wie wir überhaupt die Zukunft mit der Ukraine sehen. Ja. Danke. Okay. Ich weiß nicht, ob mich die Veranstalter, was sie mir antun werden, ich überziehe gerade. Ich würde, wenn mir niemand was sagt, die allerletzte Frage jetzt einsammeln. Es tut mir sehr leid. Wir haben doch Zeit bis 19 Uhr, oder? Ja. Wir haben doch bis 19 Uhr Zeit. Genau. Okay. Okay, ich dachte, wir sollen um halb fertig sein. Nein. Wir haben doch noch. Das ist doch noch eine Viertelstunde, oder? Der Zeit voraus. Das ist sehr, sehr gut. Dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Ich hab nur eine ganz kurze Frage an Herrn Kiesewetter. Könnten Sie uns sagen, wie haben Sie... Sie kriegen danach sofort... Das wäre schon... Wie haben Sie vor 14 Jahren bezüglich des NATO-Beitritts gedacht und intern in der Partei argumentiert? Das war die Frage und vielleicht gebe ich es gleich weiter. Ich war 2008 im NATO-Hauptquartier Shape, wo diese Frage beraten wurde und wo wir Offiziere, ich war damals Oberst im Generalstabsdienst,
mit großer Enttäuschung wahrgenommen haben, dass Deutschland und Frankreich den Membership Action Plan, das ist ja nur ein Beitrittsplan für Georgien und die Ukraine, abgelehnt haben und dann auch noch Russland, das schwächere Land Georgien, beitrittsunfähig gemacht hat im Jahr 2008 am Tag der Olympischen Spiele. Und das war der Punkt, den ich für meine Politisierung begriffen habe. Ich bin am 11. Oktober 2008 nominiert worden für den Bundestag. Ich habe mich vorher dafür entschieden, aber ich habe das hautnah dort erlebt und auch die Enttäuschung nicht nur der deutschen Offiziere, sondern vieler NATO-Offiziere über das französische und deutsche politische Verhalten. Aber es gilt der Primat der Politik und Angela Merkel sagt ja heute noch, dass sie zu der Entscheidung steht. Aber ich glaube, im Nachhinein und im Rückblick haben wir gesehen, dass das falsches Appeasement war und man aus Angst vor der Putin-Rede 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz glaubte, ihm in irgendeiner Weise entgegenkommen zu müssen und das Sicherheitsbedürfnis der ost- und mitteleuropäischen Staaten wie Georgiens und der Ukraine nicht verstanden hat. Ja, mein Name ist Klaus Wittmann, ich bin ehemaliger Bundeswehrgeneral und lehre Zeitgeschichte an der Uni Potsdam. Bevor ich etwas zu den Waffen sagen möchte, eine Bemerkung vorweg. Ich war sehr bewegt von dem, was Professor Portnoff gesagt hat in seinem Appell. Und ich habe im kommenden Semester zum dritten Mal ein Masterseminar über die jüngere Geschichte der Ukraine. Da fange ich normalerweise mit einem Zitat von Karl Schlögel an, der gesagt hat, wir müssen alle wieder in die Schule gehen, denn wir alle haben uns angewöhnt, die Ukraine nur mit russischen Augen zu sehen. Dann schaue ich die Studenten an und sage, das sagt der eminenteste Osteuropa-Historiker, den wir haben. Und das ist mein Motiv für dieses Thema. So, wenn ich darf, jetzt mal kurz etwas... Ja, bitte eine Frage. Ja, gut, dann gebe ich weiter. Darf ich eine ganz kurze Nachfrage nur anschließen an Herrn Kiesewetter? Ich glaube, diese Frage vorhin war so zu verstehen. Wenn der Preis für den Sieg der Ukraine die Destabilisierung Russlands ist, wird Deutschland diesen Zusammenbruch Russlands, diese Destabilisierung akzeptieren oder sogar begrüßen? Oder wird es zurückzucken, um das zu verhindern und die Ukraine drängen, nicht zu weit zu gehen? Ich glaube, das war die Frage, die beantwortet werden sollte. Danke für die richtige Übersetzung. Ich habe das falsch verstanden. Für mich ist sehr klar, dass die Sache der Destabilisierung Russlands eine Sache Russlands selbst ist. Wir müssen schauen, dass die Ukraine in eine Position gebracht wird, dass ihre Souveränität wiederhergestellt ist. Russland hat doch diese Lage verursacht. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu schauen, dass Russland stabil wird. Darüber denken manche nach. Die Väter und Mütter von Minsk I und Minsk II denken darüber nach. Aber unsere Aufgabe muss es sein, dass die Ukraine stabil ist, diesen Krieg gewinnt. Und es ist dann Sache einer russischen Zivilgesellschaft, die nach Jahrzehnten, nach über 100 Jahren der Unterdrückung, allerdings, das Zarenreich war ja auch kein System der Freiheit, das lernen muss, Aufklärung, Demokratisierung und einen gewissen Rahmen an Eigenentwicklung und Beteiligung in einem Schnelldurchgang zu erarbeiten. Denn sonst zerfällt Russland mit vielen anderen Folgen. Und der Gedanke ist auf jeden Fall, dass wir Deutschen uns Gedanken über die Ukraine machen müssen und nicht von vornherein die Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine an die Bedingungen knüpfen, dass aber ja nicht Russland destabilisiert sind. Wo leben wir denn? Ich habe aber den Punkt Ihrer Frage verstanden. Danke. Okay. Vielen, vielen Dank. Genau, eine Frage jetzt hier vorne. Ja? Das ging schnell, vielen Dank. Ja, okay. Mikrofon. Ja, mein Name ist Rebecca Harms. Ich habe als Europaabgeordnete mit ähnlichem Erstaunen die NATO-Entscheidung 2008 verfolgt, also die negative NATO-Entscheidung und die Minsk-Verhandlungen auch sehr eng verfolgt. Und ich habe eine Frage an Sie, Herr Kiesewetter, weil Sie zu denjenigen gehören, die sich auskennen. Wenn die Ukraine gewinnt, wovon wir ausgehen, und Putin den Krieg verliert, wie
wird dann der Westen, welche Länder des Westens werden in der Lage sein, den Ukrainern glaubwürdige, robuste Sicherheitsgarantien zu geben? Stoltenberg hat sich dazu eingelassen. Aus Deutschland gab es, glaube ich, noch keine Erwiderung. Aber nach den Erfahrungen mit dem Budapester Abkommen und nachdem man der Ukraine den Stuhl vor die NATO-Türen gesetzt hatte und anderen auch, wie können solche Sicherheitsgarantien auch von uns aus glaubwürdig werden? Ja. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Harms, für die Frage, auch für Ihren Einsatz für die Freiheit der Ukraine. Ich versuche es sehr kurz zu machen. Da sowohl NATO als auch EU noch das Einstimmigkeitsprinzip haben, wird es über eine Koalition der Willigen laufen. Das müssen wir ganz pragmatisch so sehen. Und dieser Koalition darf sich Deutschland nicht verschließen und darf sich auch einer anderen Argumentation nicht verschließen. Die ganze Herausforderung hätten wir nicht, wenn die Ukraine 1994 nicht einseitig nuklear abgerüstet hätte. Ich bin nicht für nukleare Wiederaufrüstung, aber ich bin für Nukleargarantien für die Ukraine aus Abschreckungsgründen. Ich bin kein Apologet, ich war lange abrüstungspolitischer Sprecher bei uns. Aber um die Abschreckung glaubwürdig zu halten, bedarf es neben einer starken konventionellen Abwehr auch eines belastbaren Versprechens. Ob das von Frankreich oder Großbritannien geleistet werden kann, bezweifle ich. Ich sage das hier so. Ob es gewollt wird, vielleicht. Aber es geht nicht ohne einen engen transatlantischen Zusammenhalt. Und den werden die mittelosteuropäischen und skandinavischen Länder wollen. Und Deutschland tut gut daran, nicht nur an der Aufbaukonferenz am 25. Oktober massiv mitzuwirken, das machen wir mit Herzblut, viel Überzeugung und Geld, sondern auch viel Hirn und Herz, Dr. Wittmann ist da auch sehr engagiert, Blut nicht, aber Herz und Hirn, um Blut zu vermeiden, in diese Strategiekoalition der Willigen zu investieren. Und Deutschland sollte Anreger sein und Katalysator und andere mit ins Boot holen, als das auf einen ganz kleinen, exklusiven Club zu begrenzen und vor allen Dingen nichts auszuschließen, denn wir haben zu viel ausgeschlossen und dann wurde dieser Krieg möglich. Vielen, vielen Dank. Ich würde diese Frage gerne tatsächlich einmal weiterleiten an die Frau Jantschenko, weil ich glaube, wir kennen das Budapester Memorandum. Die Hauptunterzeichner waren die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland, Deutschland nicht. Aber mich würde die Frage interessieren, von wem erwartet die ukrainische Regierung und die Gesellschaft solche Sicherheitsgarantien? Wir haben ja auch über die historische Schuld vielleicht Deutschlands gesprochen. Ukraine erwartet Sicherheitsgarantien von den Ländern, die ihr Wort halten. Russland ist einer der Sicherheitsgaranten. Sie haben unsere Grenzen als anerkannt erkannt. Sie haben ihre Versprechen nicht eingehalten. Sie sind zur Quelle dieser Probleme geworden. Wir möchten Partner sein und wir erwarten Garantien von freien, zivilisierten Welt und von den Ländern, die sich so positionieren wie diejenigen, die das eigene Wort halten. Und ich hoffe sehr, dass mein Lieblingsland Deutschland auf der Liste ist. Das war eine sehr charmante Antwort, wie ich finde. Wir haben noch ein wenig Zeit und würde gerne die nächste Frage einsammeln. Ich glaube, hier vorne war schon die ganze Zeit der Wunsch. Ich bringe das Mikrofon hin, auf einmal durch die Kamera. Herr Kiesefeld, hier vorne war auch eine Frage. Es tut mir leid, ich habe das Mikro nicht in der Hand. Ich kann nur das sehen, was ich sehe. Nur eine Frage zu dem, hier, hallo Herr Dobbert, einmal nach links gucken bitte, hier, danke. Ah, super. Gunnar Demuth, eine kurze Nachfrage zu dem Abkommen von 94. Wenn dort drei Länder Sicherheitsgarantien geben, Großbritannien, Amerika und Russland, warum sind die nicht ins Format gekommen und haben spätestens 2014 sich zusammengesetzt, eigentlich deutlich vorher? Warum ist dieses Format total gescheitert und hat einfach versagt? Haben Sie da eine Erklärung für? 2014 gab es ein sehr starkes Ansinnen der Amerikaner und der Briten, vielleicht auch aus dem Scheitern als Schutzmächte, Signatarmächte heraus, die Ukraine auszurüsten, aufzurüsten und auszubilden. Dies wurde dann in der Beratung innerhalb von NATO und
soweit ich weiß, auch innerhalb der Europäischen Union abgelehnt. Und Deutschland und Frankreich machten den Vorschlag eines diplomatischen Prozesses, des Minsker Prozesses. Im Nachhinein hätten wir eine Lehre aus dem NATO-Nachrüstungsbeschluss ziehen müssen, dass wir gesagt haben, jawohl, Diplomatie und Härte, wie es heute die Außenministerin sagt, also Smart Power, nämlich Diplomatie und Verteidigungsfähigkeit, also die Ukraine zu unterstützen, auszubilden, zu sichern, einen Luftabwehrschirm und anderes aufzubauen und den Minsker Prozess zu machen. Aber nicht das, wie es gewesen ist. Und das war die Ursache. Und damals Hollande und Merkel haben die anderen überzeugt. Die Amerikaner waren dann in einer sehr schwierigen innenpolitischen Lage. Und unter Trump war das in der Form dann leider nicht mehr möglich. Und die Briten alleine wollten es auch nicht leisten, gleichwohl sie sehr viel militärische Unterstützung geleistet haben. Ich denke, Russland könnte das nicht machen. Russland war beschäftigt und so. Was Großbritannien und USA betrifft und andere Staaten, das ist wohl ein erneuter geschichtlicher Fehler. Geschichte ist nicht zufällig. Eine Reihe von Fehlern kann zu einer Tragödie führen. Eine falsche Entscheidung 2008 und dann keine Reaktion 2014 gilt als Einladung für Putin, sich auf den großen Angriff vorzubereiten. Sie sehen, wie viele Waffen, schwere Waffen, Russland in die Ukraine mitgebracht hat. Das wird nicht innerhalb eines Jahres gemacht oder zwei Jahren. Das war die Einladung, sich an die großflächigen Angriff vorzubereiten, an den Krieg, den Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat. Deswegen ist es äußerst wichtig, jetzt keine Fehler mehr zu begehen und dass die Reaktion nicht zu spät kommt. Deutschland, Europa, USA reagieren mit neuer Hilfe, wie ich das schon gesagt habe, als Reaktion auf erneute Tragödie. Bucha, Reaktion. Tragödie, Reaktion. Unsere Territorien werden verloren oder so weiter. Als Reaktion. Vielleicht soll man ja das nicht so handeln, sondern vorbeugen. Jetzt bedroht Putin mit taktischen Atomschlägen. Vielleicht soll man nicht abwarten, sondern jetzt schon handeln. Was soll man machen? Sie wissen es ja alle wunderbar. Und deutsche Regierung weiß es auch, aber tut nichts. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe keine Antwort. Jedoch, wenn Sie nicht handeln, sehen wir nächste Tragödie. Jetzt aber hier vorne die Frage. Da, попереду, будь ласка, питання. Der Herr von der Universität Potsdam wäre dann der Nächste, nicht wahr? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Eckhard Maas, Deutsch-Kaukasische Gesellschaft. Beginnt unsere Fehleinschätzung Putin nicht schon viel früher, schon 2000, wo er schon in Tschetschenien, ganz Tschetschenien in ein Butscha verwandelt hat, mit Terrorfiltrationslagern und dergleichen? Und wie sehr spielt die Gefahr auch eine Rolle, dass wenn Putin scheitert in der Ukraine, dass er sagt, na, dann besetze ich Georgien, das kann ich in 3 Tagen schaffen, das hat er ja 2008 gezeigt. Wie weit müssen wir auch in solchen geopolitischen Dimensionen denken? Ich glaube, ich versuche, denn ich glaube, Sie werden dann ergänzen. Wie gesagt, wir schränken unseren Diskurs nur auf Putin ein. Und ich bin da vehement dagegen. Wir versuchen, wir haben Hoffnung, dass das nur Putin ist. Und ich habe das Gefühl, wir werden auch enttäuscht sein und dann im Nachhinein sagen, wir waren naiv. Und dieses strategische Denken, man muss heute einfach der Ukraine zuhören. Die Ukraine hat viele Sachen vorausgesagt, aber wir haben der Ukraine nicht geglaubt. Die Ukraine mit Blick auf die Geschichte, die sie erlebt hat mit Blick auf die Sowjetunion, aber auch andere Staaten, baltische Staaten und. Sie hat einfach mehr Wissen. Und was ich in der deutschen Debatte immer höre, dass man sagt, ach, die haben Angst.
weil sie da an der Grenze sind mit einem autoritären Staat und die haben Angst. Nein, sie haben keine Angst, sie haben Wissen. Und dieses Wissen müssen wir wahrnehmen und eigentlich auf dieser Augenhöhe behandeln. Und das haben wir noch bis heute nicht gemacht. Und ich sehe das nicht nur sozusagen dramatisch für Georgien, sondern überhaupt für uns, für das ganze Europa. Wir werden angegriffen. Und ich sage immer, solange die Ukraine kämpft, kämpfen wir im Westen an der Front nicht. Wir sollen uns zur Aufgabe machen, die Ukraine mit allen Mitteln, nicht, dass die Ukraine fleht und betet, ach, gebt ihr uns diese Waffen oder diese Waffen. Wir sollen mit einem Angebot kommen und sagen, was braucht ihr eigentlich, um zu gewinnen? Und das ärgert mich dramatisch sozusagen im deutschen Diskurs. Wir haben den Krieg gar nicht als unseren Krieg wahrgenommen. Und ich glaube, wir werden dafür, ich hoffe sehr, dass wir da nicht zögern, dass wir jetzt das realisieren. Okay, letzte Frage hier vorne links, bitte. Ich komme, einen Moment. Ja, schönen guten Abend, Matthias Nellis, mein Name, Co-Autor dieser Studie. Und ich finde, die Diskussion ist eigentlich symbolisch auch für die mediale Diskussion, die wir führen über die deutsch-ukrainischen Beziehungen, denn sie ist sehr konzentriert auf die Wahrnehmung der Shortcomings, wie wir auf Englisch schreiben, also auf dem, was nicht passiert, und kann deshalb nur noch mal einladen, es wurde angedeutet, auch auf die Potenziale einzugehen, die in diesen Beziehungen liegen. Und Deutschland tut viel und wir haben mehrfach gehört, dass die Beziehungen besser sind als ihr Ruf. Ich will nur ein Beispiel aufgreifen, was angesprochen wurde in den EU-Beziehungen. Deutschland kann eine führende Rolle und sollte unserer Meinung nach eine führende Rolle einnehmen, nicht nur abwarten, bis die Ukraine eines Tages bereit ist, der EU beizutreten, sondern sollte das als Chance begreifen, einer der großen Fürsprecher dieses Beitrittsprozesses zu werden. Und das deuten wir in dem Papier an und kann nur sagen, es gibt viele kluge Ideen, wie man diesen Prozess begleiten kann, wie die Ukraine schon während des Prozesses Teil beispielsweise des Binnenmarktes werden kann. Also Deutschland hat hier, das ist nur ein Beispiel aus der Studie, und Deutschland hat hier eine Verantwortung, eine führende Rolle zu übernehmen und auch den Wiederaufbauprozess, über den wir gerne reden, mit diesem EU-Prozess zu verbinden, damit wir dieses Land voranbringen. Ich kann nur einladen, in die Beziehungen stecken immense Potenziale und wir sollten auch über diese viel mehr reden und nachdenken, weil da liegt die Musik. Da nach vorne blicken hilft uns genauso viel wie das Zurückblicken, was ebenso wichtig ist. Aber das nach vorne blicken halte ich für immens wichtig und zentral, um die Beziehungen zu verbessern. Das als Kommentar am Ende vielleicht. Okay, danke für den Kommentar. Ich nehme mal die Freiheit, zum Ende noch eine an Sie alle hier vorne, eine moralethische Frage zu stellen, die ich in den vergangenen Tagen mit einem guten Freund diskutiert habe. Und auch wenn ich dem zustimme, dass wir uns nicht auf Putin zu sehr fokussieren sollten, trotzdem die Frage: Würden Sie es befürworten, wenn eine Spezialeinheit, vielleicht aus Deutschland, ein Attentat auf Wladimir Putin ausführen würde? Es wäre heute der 115. Geburtstag des Attentats von Stauffenberg, des Versuchs. Und diese moralethische Frage steht, glaube ich, im Raum. Und wenn Sie mögen, würde ich Sie gerne um eine Antwort bitten. Also ich merke es ja an der Unruhe auch im Saal. Das Stichwort Tyrannenmord ist ethisch gerechtfertigt. Die Russland braucht einen 20. Juli, aber der kam in Deutschland zu spät und ist gescheitert. Ich möchte die Frage lieber in eine andere Richtung lenken. Der lachende Dritte in dem Ganzen, der, ich will es nicht sagen lachende, aber derjenige, der sich strategisch ganz neu aufstellt in dieser Frage, das ist China. Und wir sollten in der ganzen Debatte beachten, wie sich China gerade verhält. Sie haben sich in der massiven Unterstützung Russlands durch die furchtbaren Kriegsverbrechen, über die wir in Deutschland überhaupt nicht reden, sehr zurückgezogen, härten gerade ihre Wertschöpfungsketten, versuchen, sich immun zu machen gegen eine Besetzung Taiwans, die sie vorhaben, um dann, wie soll ich sagen, in Afrika die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu beseitigen. Deswegen brauchen wir eine starke Ukraine und wir brauchen ein anderes strategisches Vorgehen, Europa neu aufzustellen. Ohne eine transatlantische Bindung wird es nicht funktionieren, weil unsere Gesellschaften nicht bereit sind, 5 oder 6% des Bruttoinlandsprodukts für innere und äußere Sicherheit auszugeben. Und deshalb ist die Antwort eine ganz andere. Egal, wer künftig Russland regiert, es darf so etwas nie mehr passieren.
Und umgekehrt, wenn Russland in der Lage ist, den Weg zu gehen, wo die geteilten Deutschlands bis 1973 gebraucht haben, also 18 Jahre nach Kriegsende, 28 Jahre, 18 Jahre nach Kriegsende, erst in der Lage waren, wieder Mitglied der Vereinten Nationen, oder dann der Vereinten Nationen zu werden, so müssen wir auch schauen, dass wir es Russland nicht zu leicht machen, sondern dass Selbstreinigungskräfte aktiviert werden. Deswegen mag Tyrannenmord ein Ausweg sein, aber das ist mir zu einfach, ehrlich. Ja, völlig klar. Also eher ein Nein. Ja. Ich gebe die Frage aber gerne weiter. Ich möchte nicht, dass Putin stirbt. Ich möchte, dass er für seine Straftaten verantwortet. Wir sehnen nach Gerechtigkeit und nicht nach Rache, nach einem Tribunal. Und Deutschland kann hier ein Beispiel zeigen und eine Plattform für solches Gericht bieten, für die Aggression und Vernichtung des ganzen europäischen Volkes. Wir möchten, dass Putin-Kult verschwindet, dass Dialog mit der russischen Gesellschaft erst dann erfolgt, wenn sie ihr Verschulden anerkennen, wenn sie durch Bildung, durch die Translation der Verbrechen zeigen, dass sie Reue haben. Ansonsten werden alle sich als Opfer fühlen und die Gesellschaft zu neuem Angriff vorbereiten. Wir möchten Gerechtigkeit und dass der Aggressor Verantwortung trägt. Die Straflosigkeit für alle Aggressionsakten der Russischen Föderation um 21. Jahrhundert haben es erlaubt, dass es dem russischen Volke, unserem Volke geschieht. Ich kann eigentlich Ihnen nur mich anschließen. Ja. Wir sprechen über einen Konflikt sozusagen zwischen einem autoritären System und demokratischen System. Und unsere Werte sollen in diesem Kampf gewinnen. Sozusagen, wir sind stark, weil wir unser Recht haben. Und wir sollen den Verbrecher zur Verantwortung bringen. Und ich glaube, wir sprechen in Deutschland wirklich zu wenig über, wie können wir später sozusagen, wie können wir Putin und überhaupt das ganze System zur Verantwortung bringen. Und das und der zweite Moment, wir können das System in Russland ändern, wenn wir die Ukraine zu einer richtigen Demokratie verwandeln. Wir dürfen die Ukraine nicht mehr in dieser grauen Zone lassen und sagen, wir brauchen da eine Brücke zwischen einem autoritären System und unserem demokratischen System. Warum haben Sie das Recht, darüber zu entscheiden? Die Ukraine seit Jahren bietet und fühlt sich als europäisches Land. Und ich glaube, das müssen wir uns als Aufgabe machen und alles dafür tun, dass wir die Demokratie in der Ukraine verteidigen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt schon mal ganz herzlich danken für die Aufmerksamkeit, für die doch, wie ich finde, sehr engagiert geführte Debatte hier, und ich würde Frau Janschenko bitten, das Schlusswort zu halten, weil sie unser Gast heute aus Kiew ist. Liebe Freunde, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie heute Abend eine Mail schreiben müssen. Das ist das Allerwichtigste, das ich Ihnen auf den Weg mitgeben möchte. Vergessen Sie das bitte nicht. Das wird Ihr Beitrag zum Frieden in Europa sein. Das ist ernst gemeint. Ich liebe Deutschland und ich möchte, dass alle Ukrainer Deutschland genauso gern haben wie ich. Aber das hängt gerade von der deutschen Regierung ab, vom Bundestag. Es ist wirklich ein Glück, dass wir solche Freunde haben wie Herr Kiesewetter. Die Chancen für solche Liebe wachsen. Es ist äußerst wichtig, dass eine Reihe von verschiedenen Fehlern unterbrochen wird und dass man sie korrigiert. Ich habe beobachtet, dass die Deutschen diese Schuldgefühle immer noch mit sich tragen. Die einzige Möglichkeit,
was zu verändern, ist etwas Gutes zu tun, Frieden in Europa in der Zukunft, dem Frieden in Europa in der Zukunft beizutragen. Und Deutschland hat diese Chance. Lasst uns auf das Beste hoffen und proaktive Handlungen tun, damit das geschieht. Ich glaube an die Ukraine, an den Sieg der Ukraine und unsere Streitkräfte, die zeigen das. Wir haben nur positive und nur gute Nachrichten von der Front, auf der ganzen Frontlinie. Und ich denke, heute nicht nur für die Ukrainer, für die ganze Welt ist klar, die Ukraine gewinnt und hilft uns, das schnell zu machen. Das ist ganz einfach, wenn wir viele schwere Waffen bekommen, damit sie verstehen, der Krieg ist persönlicher Faktor und Kriegsfaktor. Auf dem persönlichen Faktor, im persönlichen Bereich, hatte die Ukraine immer Vorteile. Unsere Menschen sind unglaublich motiviert. Sie brennen und sehnen sich nach dem Sieg. Als am Montag das Licht aus war, sie haben keine Angst gehabt. Sie haben nicht geweint. Sie haben einfach gespendet, gespendet, gespendet. Allein an diesem Montag haben die Ukrainer 10 Millionen Euro gespendet. Wir sprechen über einfache Bündner. Sie haben viel weniger Möglichkeiten als Deutschland und als deutsche Regierung. Ich glaube an die Potenziale der deutschen Regierung. Zudem, was ich schon gesagt hatte, wir hatten immer als Menschen Vorteile. Wir hatten nie Vorteile bei den Waffen. Wir haben Waffen, mehr und mehr Waffen bekommen. Und auf dieser Situation hat sich, in dieser Hinsicht hat sich die Situation auf der Front verbessert. Wir haben gute Nachrichten von der Front, also schneller und bessere Waffen erteilen. Das kann die Frage des Sieges in wenigen Monaten herbeibringen. Wir möchten, dass dieser Krieg so viel wie möglich zu Ende geht und negative Folgen ebenso. Und das wird sein, wenn die Ukraine siegt. Lass uns unseren Sieg schneller herbeibringen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir setzen hier einen Punkt und ich wünsche Ihnen noch eine weitere wirklich interessante Konferenz und ich hoffe, dass das Vertrauen in den nächsten Jahren wiederhergestellt wird. Danke.